Moin Leute, Timex hier. Es geht weiter mit GTA RP. Wir haben Großes vor. Wir haben jetzt fast 3 Wochen Pause gemacht. Ich hatte gewisse Ansprüche an mich selber in FIFA. Jetzt können wir uns wieder hier komplett drauf konzentrieren. Wird auf jeden Fall geil. Ich möchte unbedingt zur Bundeswehr. Ich bin auch noch in der Bundeswehr im Treppenhaus gefangen. Irgendwie, ich komme nicht aus dem Gebäude raus. Hier muss mich einer rauslassen. Ja, und wenn ihr all das nicht verpassen wollt, was auf uns zukommt in GTA RP, einfach ein Abo dalassen für die geilsten Highlights. Längere Folgen gibt's auf Second Try. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß. Hier ist alles zu. Ich bin hier halt for real gefangen, ne? Hallo, kann mich jemand hören? Ich bin hier gefangen. Oh, das ist gut. Wer braucht Hilfe? Hallo? Oh mein Gott, dankeschön. Ist das Sancho? Hallo, ich war hier im Gebäude gefangen. Über 3 Wochen. Ich war im Keller gefangen. Ich bin wieder da. Läuft. Hallo. Immer wieder hier zu sehen, ist doch wirklich wunderbar. Danke, freut mich auch. Alles gut bei Ihnen? Bei mir ist alles top. Wie läuft es bei Ihnen? Ja, ne? Muss. Wie komme ich aus diesem Gebäude hier raus? Komm, wir begleiten Sie einmal raus. Da vorne haben Sie Fallschirm, können Sie springen. Nein, das lassen Sie nicht, Sancho. Okay. Das klappt oft nicht so gut. Hier oben warten einfach, oder? Ja. Dann wartet ihr beide hier einmal um. Garage LSPD Armory Room. Hier ist nur die Knöpfe vertauscht. Garage. LSPD. Okay. Gut. Laufen Sie hier einmal mit durch die Türen durch. Fantastisch, das ist es. Mahlzeit. Hallo. Von hier aus finden Sie ja selber zurecht, Herr Sand. Ja. Danke, wunderbar. Vielen Dank fürs Helfen. Ciao, ciao. Herr Sancho. Hallo. Herr Sancho, was machen Sie oben auf dem Dach? Ich war 3 Wochen im Keller eingesperrt. Haben Sie mich eine Nachricht geschickt? Nee, ich war da unten irgendwie, aber jetzt bin ich ja wieder da. Ja, das stimmt. Ja, ist manchmal mein Irrgarten hier, ne? Richtig. Oh, mein Telefon klingelt. Sie wieder zu sehen. Danke, gleichfalls. Ja, wir denn? Ah, Herrn Sancho, grüße Sie. Oh, guten Abend. Was machen Sie denn hier? Wo kommen Sie denn überhaupt her? Wo haben Sie so lange gesteckt? Erinnern Sie sich, als wir das letzte Mal getroffen haben? Ja, wann war das? Da haben wir uns danach im Treppenhaus habe ich mich verlaufen und ich bin 3 Wochen durchs Treppenhaus gelaufen. 3 Wochen? Dann haben Sie 3 Wochen nicht richtig gegessen. Richtig. Getrunken. Richtig. Ah, Herrn Sancho, also. Hör ich da einen Geist? Ah, ja. Oh, Manolo Montana, schön dich zu hören. Ich bin gerade bei der Bundeswehr, komm mal her. Sancho, warte, ich komme. Bis gleich. Verdammt, die Gerüchte sind also wahr. Sie sind wahr, ich bin wieder da. Bis gleich einmal noch. Bis gleich. Gut, das haben wir auch. Ah ja. Cousin. Oh, hallo. Wie geht's dir? Oh, du siehst fantastisch aus. Danke. Mein Bruder hat erzählt, dass er dich hier getroffen hat. Krass, wer ist das? Frank Martin ist mein Bruder. Ich bin Martin. Ach so, okay, krass. Martin. Mhm. Ja, okay. Ich bin immer noch Max Sancho. Ja. Sehr gut. Freut mich. Hätte nicht gedacht, dass ich dich hier treffe. Was heißt blaue Mütze? Soldat. Soldat. Was ist Soldat? Okay. Also ist Soldat gut? Soldat ist sehr gut. Soldat ist Soldat. Wunderbar. Boah, wen sehe ich denn da? Und Sie möchten zur Bundeswehr, oder? Korrekt. Was ist dein Plan jetzt? Cousin? Wie hast du es geschafft, Soldat zu werden? Kennst du noch, kennst du Jafar? Ja. Der ist auch bei der Bundeswehr. Was ist alles passiert? Ja, Jafar auch. Krass. Und Jafar hat mir vielleicht ein bisschen geholfen. Richtige Zeit, richtiger Ort. Das würde ich dann auch übernehmen. Ja, krass, was alles passiert, wenn man mal 3 Wochen in der Abstellkammer im Keller eingesperrt ist, ne?
Ja, witzig. Wie viel passiert, wenn man einfach 3 Wochen nicht alles... Ja, wenn, dann stellen Sie doch mal vor, da stehen vier Sterne-Generäle, 2 Obersten, ja. Major und Hauptmann. Ist da nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Ist wirklich so. Also das sind die Leute, die sehen müssen. Ja, sie haben nichts zu verlieren. Okay, ich pack einmal den Mut zusammen und versuch's. Okay, probier's. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich würde mich freuen, wenn wir wie in guten alten Zeiten auf Streife gehen könnten. Weißt du, damals, wo wir mit dem BMX auf Streife gegangen sind? Ja, du warst auf dem BMX und hast Leute überfahren, ich erinnere mich. Hier gab's auch mal so einen Spinner, der ist auf Häuser gesprungen. Mit einem Fahrrad. Ja, das völlig krank. Das könnte mein Bruder gewesen sein. Okay. Oh, da wurde jemand angefahren da vorne. Ja. Ey, Herr Sancho, Digga! Hey, hallo! Oh nein. Lebst du auch noch, du Wichser, oder was? Klar, was geht? Bruder, Digga, ich hab dich vermisst, lass dich mal drücken hier. Moment, Digga. Scheiße, schreien Sie doch so rum hier. Moment, ich will dich doch umarmen, Mann! Meine Fresse hier! Oh, lass dich drücken, Digga. Geil, wer alles hier ist! Du scheiß dreckiger Schlüpfer, halt die Fresse, Stahl ist da. Wenn du mir das verkackst, hack ich dir deinen scheiß Schädel von deinem Kopf. Ja, von deinem Hals. Bruder, du musst ihn. Sancho, Digga, Bruder, wir kommen zurück, Mann. Sei mal ein bisschen aktiver hier, du Wichser. Ja, ich war 3 Wochen im Keller hier eingesperrt, im Bürogebäude. Ach so. Sie konnten nicht mal das neue FIFA spielen. So wie noch nicht mal das. Ich war die ganze Zeit hier unten in so einer Abstellkammer. Ich hatte keinen Schlüssel. Ganz egal, jetzt bist du Pimmelberger wieder da, Digga. Richtig. Aber versuchen wir zumindest richtig, mit Herrn Hildes. Pass auf deinen Arsch auf, ja? Mhm. So. Hier schön. Der hat schon ein paar Mal verkackt, aber Metaf hatte damals auch ein paar Mal verkackt. Muss man ihm ja die Chance geben. Ja, aber Metaf hat nicht gegen eigene Bewähler geschossen. Dem schließe ich mich an. Das stimmt. Gut, Sie halten ja Ihren Kopf dafür, nur richtig. Nee, Herrn Meier hat das gesagt, er meint das. Bitte? Ein Toast. Herrn Meier, Autsch. Das ist ein Befehl, Sie halten den Kopf dafür. Ja, genau, ist klar, komm. Okay, ich habe meinen Kopf davon gerne hin. Was dabei schlägt sich Harris nicht so schlecht, er hat seine Stadt alle abgesessen. Aber Herr Toast, ich habe eine Bedingung. Alle anderen, die heute keine Waffen haben, kriegen von ihm persönlich die Waffen genauso wie gestern. Und wir gehen die Beförderungsliste durch, so wie die Autoliste. Ach du Scheiße. Meine Bedingung. Fährt er mein Auto? Hier ist wieder, oder? Ihr Auto? Ja. Wenn er jetzt hier ist, schmeiß ich ihn sofort raus. Nein, Moment. Darf ich auf ihn schießen, bitte? Oder umtasern, beides? Sancho, Sie dürfen sich rühren. Danke. Gerne. Ich hab mich jetzt wohl verguckt, ne? Es war nicht Heeres. Ja. Hermano, du bist Bundeswehr, Sie? Ja, Sie. Ich bin in 3 Minuten da. Bis gleich. Bis gleich. Ja, Dienststelle. Bin gerade, ne? Ja. Ich mach mal lieber zu. Dorn? Bitte. Halt die Schnauze. Ja, ich hab's vorgeschlagen und Meier und die anderen haben's alle bestätigt, weil's so ist. Der Herr Stahl. Bitte? Ja, freu mich, dass ich Sie wieder sehe. Gut sehen Sie heute wieder aus. Vielen Dank fürs Schleim. Das war Heeres, oder? Er wusste ja nicht, dass. Heeres? Jo, ich war kurz im Umkleideraum, Jungs. Was geht's? Alles fit, oder was? Entschuldige dich bei Herrn Stahl, dass du sein Auto genommen hast. Du wusstest ja noch nicht mal, dass das seines war. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass das Heeres war, Herr Stahl. Wenn er doch hier in der Garage steht, kann man davon ausgehen. Herr Heeres. Jo. Wenn ich Sie noch einmal erwische, mein Fahrzeug entwenden. Ja? Dann werde ich mit dem Tiger folgen. Weil auch. Hey, Captain! Und auch Sie dürfen sich jetzt mal rühren. Sancho, Sie müssen nicht salutieren. Oh, okay. Herr Sancho. Ja.
Was verstecken Sie in, unter Ihrem Mantel? Gar nichts. Ja, das schon. Ich würde gerne nochmal auf die Gespräche zurückkommen von vor 3 Wochen, die ich mit Herrn Toast hatte in seinem Büro. Das heißt, wenn Sie eine freie Minute haben, können wir uns da mal unter 4 Augen unterhalten. Unter 4 Augen? Ja, oder 6 oder 8, je nachdem. Ja, können wir doch hier quatschen. Oh, okay, cool. Vor versammelter Mannschaft. Mhm. Ja, und zwar würde ich mich immer noch sehr gerne bewerben bei der Bundeswehr. Immer noch. Oh, da sehe ich den, Digga. Mhm. Bei der Polizei hat das ja alles schon wunderbar funktioniert. Aber da war ich dann doch leicht unterfordert. Entschuldigung, das ist die Omi. Sie wollen sich bewerben. Richtig. Ey, wo steckst du? Habe ich da nicht mal was von Korruption gehört? Richtig. Das wurde ja alles wieder widerlegt. Ist auch schon länger her. Widerlegt, wer hat das gesagt? Ja, dann fragen Sie mal Herrn Toast. Herrn Toast? Ja, das nenne ich jetzt mal nicht widerlegt. Jein, was heißt widerlegt? Die Akten sind ja immer noch nicht geschlossen. Entschuldigung für die Störung, Sir. Wir haben so, können ihn jetzt abholen. Ja, so, ja, dann wir kümmern uns sofort drum. 1-2 Minuten. Was ist denn eben, jetzt hier los? Eben das, ja. Na, sieh mal einer dann. Wen haben wir denn da? Wen ist da vorhin? Sosa. Ich hab seinen Status. Ich dachte, ihre Oma. So, wenn jetzt hier auf und maskierte Leute auf das bewegen. Was soll das? Hey, ich komm gleich. Ich rede noch kurz hier. Das hab ich euch gesagt. Beim Auto anstellen! Ey, man darf hier nicht rauf. Gut. Gott, ich hab schon gedacht, wir halten uns jetzt eine Knarre an den Kopf. Herr Toast, tut mir leid, meine Männer sind manchmal ein bisschen... Ist das Ihr Plan gewesen? Sie haben Männer? Her zu mir. No, gut. No, Hermano. Manolo hat Männer, das ist komm. Geil. Zu mir kommen. Ich will doch nur wen abholen. Werda, oh, bitte gibt nicht. Doch ein ganzes oh, das geht schnell. Sie wissen ganz genau, wie schnell das in die Hose geht. Ich bin hier, um wen abzuholen, Hermano. Wen? Meinen alten Freund. Den ich gerne begrüßen würde. Hallo. Ja, rumlecken könnt ihr im Auto, dann nehmen Sie den mit. Sie, nehme ich mit. Ich grüße Sie, 4-Sterne-General. Hermano, wo warst du die ganze Zeit? Verdammt, ich war 3 Wochen hier in der Abstellkammer im Keller eingesperrt. Ich im Treppenhaus. Komm mit, Hermano, Rühren. Ich zeig dir was. Da ist noch ein General. Ich komm gleich, Manolo. Okay, Herr Toast, zu den Korruptionsvorwürfen. Das müssen wir einfach alle mal klären. Sie erinnern sich ja, was da alles vorgefallen ist. General. Kommen Sie mal mit. Stahl, Herr Stahl. Die Akten wurden ja bereinigt. Soweit waren wir ja schon. Also, die Justiz hat mir noch kein Feedback darüber gegeben. Immer noch nicht. Ne, fahren Sie am besten zum Gerichtshof. Der Herr Sommer hatte ja alles übernommen. Sie erinnern sich, die Aktion, wo er dann auch, ne? Ist ja schon ein bisschen her, ne? Aber Sie müssen als erstes zum Gerichtshof. Mhm. Erst wenn das Gerichtshof grünes Licht gibt, kann man gegebenenfalls über einen Platz Bundeswehr reden. Gibt die Justiz aber kein grünes Licht, kann ich Sie nicht aufnehmen. Fragen Sie Herrn Neres. Herr Neres musste für seine ganze Scheiße Ewigkeiten im Knast versauern. Okay, gut. Richtig. Mein Arschloch musste bluten dafür. Mhm. Okay, dann gehe ich jetzt zur Justiz. Aber wie war der letzte Stand? Welche Zeugen gibt es noch von der ganzen Aktion von damals? Die sind ja irgendwie alle tot. Sie waren jetzt gefühlt irgendwie 3 Wochen untergetaucht. Richtig. Ja, und deswegen habe ich mich auch nicht mehr beschäftigt damit. Macht Sinn, okay. Dann gehe ich jetzt zur Justiz. Und dann steht dem. Gehen, abklären und hier Manolo, der Einwegschlüpfer, hat meine Handynummer, dann einfach anrufen. Fantastisch, so machen wir das. Dann bis gleich. Alles klar. So, wir müssen jetzt trinken. Keks nicht bekommen. Ey, so. Oh, Hermano. Sanchez. Oh, geil, was geht denn hier? Manolo, seit wann hast du Männer? Seit wann habe ich Männer? Es ist viel passiert, Hermano. Es ist sehr viel passiert. Wir kommen gleich wieder zurück. Wir bringen noch jemanden mit, den müssen Sie kennenlernen. Ich habe deine verdammte Brille vermisst, man, mir da. Ja, ich nicht auch. Ich finde, die Farbe ist... Das ist eine super Gangfarbe, dieses Braun. Wir fahren, glaube ich, ein bisschen weg, ha? Hast du alles geklärt, wir fahren weg. Ich habe erstmal alles geklärt, ja. Wir können jetzt, Sanchez?
Komm. Ja? Guten Tag, Manus. Kleine Nelkenprinzessin. Ich freue mich, dich zu sehen. Hallo, auch schön, dich wiederzusehen. Natürlich, weißt du meinen Namen überhaupt noch? Ja? Ich glaub nicht, oder? Dann spell ihn mal rüber. Anton? Richtig. Butz. Richtig. Wie geht's dir so? Warst du im Urlaub, oder? Mir geht's sehr gut. Ja, ich war ja vor 3 Wochen, habe ich mich hier bei der Bundeswehr beworben. Und dann wurde ich im Treppenhaus vergessen und da war ich eingesperrt und kam nicht raus 3 Wochen. Sancho allein in Dingsbums, oder? Ja, genau. Ach so. Alles klar, ich will dich nicht aufhalten, ne? Danke, ich dich auch nicht. Man sieht sich eh. Ich werde mich bei der Bundeswehr bewerben, so oder so. Und dann werden wir uns in der Kantine erstmal batchen. Genau, das machen wir. Na klar, richtig auf 12. Okay. Hau rein. Mach's gut, Anton. Ey, mach gut, Manolo. I love you. Komm her erstmal. Max. Ah ja, wohin? Jetzt so. Hermanos, begrüßt meinen alten Freund Sancho Vato. Hallo. Hola. Hola. Hermano, das sind meine Männer. Krass. Was kostet ein Mann? Jeder von diesen Männern ist unbezahlbar, Hermano. Heftig. Jeder bereit. Für mich zu töten. Wie hast du das gemacht? Deren eigenen Familien umzubringen. Aber sowas würde ich niemals erwarten. Sehr geil. Gutes Herz, ne? Ja, dann lass ein bisschen um den Block fahren. Du erzählst mir alles, was passiert ist. Wir fahren ein paar Runden und dann bringe ich zu unserem Anwesensee. Auch gut. Okay. Jetzt, wo du deine eigenen Männer hast, hast du auch Kontakt zur Justiz? Hermano, die Justiz ist ein Witz. Ich regiere diese Stadt bald. Okay, das ist geil. Ja, dann komm, steig ein und erzähl mir alles. Hermanos, einsteigen. Haltet ein bisschen Abstand. Mierda, verdammt, Sancho. Tut mir leid, vor dem muss ich mal ein bisschen ernst machen. Wie geht's dir? Sehr gut. Sehr schön. Ich habe gehört, du sitzt nur noch zu Hause und spielst PlayStation oder so. Richtig, richtig. Mierda, was machst du zu Hause den ganzen Tag? Warum lässt du nicht blicken? Ja, so lief das. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich super regelmäßig da. Verstehe. Ja, wir müssen. Ich will unbedingt zur Bundeswehr. Ja? Ja, da nehmen jetzt hier den Schwanz auf. Ja, mich aber nicht. Erinnerst du dich noch an die ganze Herr Sommer-Action da? So, wir müssen jetzt zur Justiz und die Justiz davon überzeugen, dass die Korruptionsvorwürfe falsch waren. Obwohl wir das ja eigentlich damals schon bewiesen haben. Hermano, du trauerst verlorenen Sachen hinterher. Es ist bis heute nichts passiert wegen meiner meine Anklage, die ich machen wollte. Ja? Es ist bis heute nichts passiert. Alles unter den Tisch gekehrt. Ja, dann soll das auch unter den Tisch gekehrt werden. Gerda, ich habe es irgendwann aufgegeben, die verdammten Bundeswehr hinterher zu rennen. Echt? Gerda, die nehmen jetzt jeden auf Drogen. Dealer. Die nehmen Bankräuber, die nehmen Mörder, die nehmen alles auf, Gerda. Ja, dann soll die mich auch nehmen. Meinst du, das ist... Was meinst du, das ist der richtige Platz für dich? Ja, auch. Also da erstmal starten, so als Basis. Und von dort dann expandieren in alle möglichen Richtungen. Kann ja auch ganz gut für dich sein, wenn du einen Freund bei der Bundeswehr hast. Mano, du bist mein Watto. So oder so. Genau. Ob du bei der Bundeswehr bist... Richtig, ich bin oder ja nicht immer bei der Bundeswehr. Ich bin ja auch manchmal einfach so. Richtig. Also, ich werde dir unsere Familie zeigen, unsere Anwesen. Bit kennst du ja sie. Mhm. Bitcoin ist unser Patron, ich bin die rechte Hand. Geil. Wir haben uns eine Familie aufgebaut. Ja. Und wir haben sehr viel Einfluss hier gewonnen. Echt? Wie viel seid ihr? Wie heißt die Gang? Hermano, in der Öffentlichkeit sind wir die Unternehmer. Die Unternehmer? Sie. Also ich habe gerade 750 Euro Sozialhilfe bekommen. Kann ich bei euch mitmachen? Wir halten an, Hermanus. Gib mir mal bitte deine, wie heißt das, IBAN C? Wie geht das? Warte, ich schaff's. Warte. Mehr da auf dein Handy und dann auf die Bank-App. IBAN 124. Sie. 104. Sie. 8177. Sie. 0833.
Was ist denn da passiert? Ich habe wohl eine Null zu viel eingegeben, oder? Okay, das war jetzt einfach so 2 Millionen, das oder passt, wie? Hermano. 2,5, das passt, Hermano. 2,5 Millionen? Okay. Du sollst dir nicht hungern, Mirda. Wie viel Geld hattest du denn? Ich hatte nur 2,2 Millionen oder sowas. Sieh, das sollte reichen jetzt, oder? Das sollte erstmal reichen. Jetzt habe ich 5 Millionen, da habe ich erstmal ein kleines finanzielles Polster. Hm. Sehr schön. Ich musste ja doch mein Auto abbezahlen, das hat ja 8 Millionen gekostet, ne? Hermano, das brauchst du nicht mehr abzahlen. Toni ist für immer weg. Hey, Toni ist weg? Sieh, leider schon. Was? Wieso? Er war wohl in irgendwelchen Neiden verwickelt, wofür er eine Ausreise für immer bekommt. Ach, dann muss ich ihm nie wieder Geld geben. Das ist einfach mein Auto, oder was? Das ist dein Auto und das ist dein Geld, Mirda. Also, okay. Von 8 Millionen Schulden komme ich nach 3 Wochen wieder. Aus dem Keller war ich gefangen. Komm wieder, hab jetzt 5 Millionen und gar keine Schulden mehr. Das hört sich dann alles an, ne? Ja, das ist ein schöner Start. Also, Hermano, wie gesagt, wir sind die Unternehmer. Warte, du weißt, ich habe keine Geheimnisse vor dir. Mhm. Genauso wie du keine vor mir hast. Mhm. Deswegen werde ich ehrlich zu dir sein. Ja. Hinter den Gardinen sind wir das Gallikartell. Mhm, okay. Wir machen Druck. Was heißt hinter den Gardinen? Also im Knast oder was? No, Hermano, das war nicht so gemeint. Ach so. Das heißt, hinter unserem Anwesen sind wir das Gallikartell. Okay. Und natürlich auch andere, wie sagt man, Familien, die uns als Gallikartell kennen, mit denen wir Geschäfte machen, sieh. Mhm. Wer ist hier die mächtigste Gang in der Stadt? Momentan gibt es ein Bündnis zwischen dem Blatz und den Lost. Oh, die sind bestimmt stark zusammen, ne? Sieh. Die haben hier alles im Griff. Wir haben unsere Routen, für die bezahlen wir Geld. Dort machen wir unser Geld. Wir sehen zu, dass wir uns aufbauen. Uns gibt's noch nicht lange, Hermano, vielleicht in 1,5 Wochen oder so. Ach so, okay. Sieh. Du hast ja gesehen, meine Männer. Davon gibt es noch ein, zwei Hände voll. Und Hermano, normalerweise würde ich sofort sagen, komm in die Familie. Aber ich kenne dich, ich weiß nicht. Gehorsam war nie deine Stärke. Richtig, richtig. Sieh. Ich glaube, man kann da was machen. Wenn ich bei der Bundeswehr bin, kann ich ja trotzdem ein paar Sachen machen, ne? Sieh, ich würde sagen, du bist vielleicht unser Mann fürs Grobe, hm? Richtig. Wenn mal keiner mit unter unserer Flagge etwas erledigen muss, ne? Ja, das ist doch smart. Sieh, du sollst trotzdem wissen, ein Anruf von dir, Hermano, und ich bin da. Das ist geil, das ist gut. Danke, das weiß ich zu schätzen. Und meine Männer gehorchen nur mir und Patron. Aber wenn du die brauchen solltest, ruf mich sofort an, ne? Ja. Ab jetzt. Wie sagt man, weht hier ein anderer Wind, ne? Richtig. Sowas wie früher gibt es nicht mehr. Unterdrückung von anderen. Mehr da, wenn diese verdammte Jude Buta von Weiß oder diese Lörres irgendein Problem macht, dann lege ich sie um. Ist gar kein Problem. Geil. Da bin ich dabei. Das PD muss übrigens immer noch brennen. Also von dem Plan sind wir nie abgekommen. Hermano, wir pflegen ein, wie sagt man, wir bleiben unter, wie sagt man, Mirda? Unterm Radar? Unterm Radar, sieh. Aber wenn ich dir helfen kann, dann helfe ich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also hier ist unser Anwesen. Stelle dich allen vor. Das ist ja das Hermano, krasseste Anwesen. Ignoriere bitte diese Sprayer an der Wand da. Ja. Hermano. Ein bisschen auf deinen Ton zu achten, Hermano. Weißt du, was ich meine? Heftig. Ja. Okay. Dann komm mit. Du bist immer noch sportlich, oder? Mhm. Dann spring mal runter mit mir. Ah, ihr springt hier immer runter? Hermano, sie stellt euch in die Reihe auf. Hilfe! Wie habt ihr das denn gemacht? Ich hab mich total verletzt. Wie habt ihr das gemacht? Was denn? Ich bin hier voll runtergefallen im Berg. Das ist ein bisschen Übung, Hermano. Hat jemand noch die Heilsalbe? Oh. Ach
du Scheiße. Mann, du warst, ach du meine Güte. So trifft man sich also wieder. Mhm. Wie geht's dir, Sancho? Sehr gut geht's mir. Dir? Lass dich mal drücken. Esther werden. Sau stark, was ihr euch hier aufgebaut habt in der kurzen Zeit. Seh. Gracias. Wo warst du all die Zeit? Ich war 3 Wochen im Keller eingesperrt bei der Bundeswehr. Ich war im Treppenhaus, da gab es ein Missverständnis. Nicht schlecht. Ich kam nicht raus. Seh, hermano, das sind meine Männer. Okay. Dein Dennis Bitcoin. Lass ihn noch kurz ausreden. Gut. Erstmal, muchas gracias, dass ihr hergekommen seid und mir diese Ehre gibt, dass ihr sagt, ich soll jetzt so mit der Vermittler fungieren. No problema, ich werde das übernehmen. Gebt mir Zeit, ungefähr 30 Minuten. Fahrt jetzt los, ja, macht eure Leute bereit. Ich werde mich gleich kümmern. Mein Telefon okay, sollte gleich wieder gehen. Wenn ich jetzt einmal schlafen gehe, mehr dann aufwache, sollte mein Telefon wieder gehen. Dann kann ich wieder Leute anrufen. Sie? Ich werde euch Bescheid sagen. Und haltet euch bereit, Hermanos. Ja, wir würden halt auch wieder in der Formation auftauchen, wie wir jetzt hier sind. Wir würden das ohne unsere Männer klären wollen. Okay. Halt nur mit den Leaderschaften. Vielleicht auch von den Lost und Platz. Sie. Weil ich denke, sie wissen das selber, wenn man immer mit 25 Mann auftaucht, einer tanzt manchmal aus der Reihe ungewollt und das wollen wir halt vermeiden. Wir hatten interne Gespräche und sind uns einig geworden, dass nur wir auftauchen. Eventuell lässt sich das. Finde ich gut. Ich habe euch schon mal gesagt, wir brauchen keine Waffen, um die Stadt zu erobern. Nein, Diplomatie reicht mir. Genau. Die Diplomatie. Und das ist das Problem, dass manche das erst ein bisschen verarbeiten müssen, bevor sie es verstehen. Genau. Melde mich bei dir, Hermano. Gib Fasi, tausch bitte mit ihm Nummer aus. Oder hast du seine Nummer, Fasi? Ich habe die Nummer von Manolo, habe ich. Si, ich habe seine Nummer. Manolo, okay, si, no problema. Dann fahrt jetzt los. Ich kümmere mich drum. Alles klar. Ich danke dir. Adios. Patron, kommst du kurz, bitte. Schönen Tag, bis später. Adios. Yo, James. Patron. James. Oh, James. Der ist im Kopf, der kommt da gerade richtig. Wahnsinn. Moin. Bist du Güero Sancho? Richtig. Mierda. Ich war 3 Wochen im Treppenhaus bei der Bundeswehr eingesperrt. Komme ich wieder raus, auf einmal sehe ich das hier alles. 3 Wochen? Mhm. Wie hat's mit der Kanzlerschaft geklappt? Hermano, das siehst du, glaube ich, oder? Kanzler, geklappt Kandidatur, ja. Hermano. Mhm. Hermano. Ich hatte niemals vor, Kanzler zu werden. Smart. Und smart, sieh. Komm her, stell dich hier hin. Hermanos und Hermanas, das ist hier Güero Sancho. Güero, hallo. Wisst ihr, was das heißt? Ihr könnt ja alle Español, das heißt Blondie. Und sein Nachname ist Sancho. Er war damals oder jetzt immer noch einer sehr, sehr enger Freund von Manolo. Sie, Hermanos. Und erzählt ihm mal, wer Manolo für euch ist, Hermanos. Er hat nämlich einiges verpasst mir. Da war anscheinend 3 Wochen im Keller eingesperrt. Richtig. Oder im Treppenhaus. Erstmal begrüßt meinen Hermanos. Hermanos. Begrüßt meinen Hermano. Hola. Hola. Ihr müsst lauter Hola. Reden, verdammte Scheiße. Hola, Sancho. Ja, Sancho. Moin. Hola. Hola. Moin. Servus. Moin. Achso, ist das hier. Ist das hier. So, sowas. Okay, hola. Ja, okay. Wusste ich nicht, dass es hier. Wo soll ich das wissen? Okay. Alles klar. Alles gut, no, alles gut. Hör zu, ich bring dir jetzt ein bisschen Espalömlern. Du stellst dich vor, sag einfach jo. Jo. Apesta. Apesta. Die Mierda. Die Mierda. Das Problem ist, du hast jetzt gesagt, du stinkst nach Scheiße, aber das lass dich nie wieder verarschen. Okay, okay. Gut. Das ist nur mal ein Warnhinweis gegeben. Die können hier alle Spanisch, oder was? Nee, claro. Salam alaikum. Okay. Alaikum salam. Sí, claro, können die alle Spanisch. Aber hör zu, Sancho. Wenn nächstes Mal der Satz anfängt mit Yo, sag lieber No. Weil Yo okay. heißt ich. Und dann weißt du, da kommt irgendwas, sí? Okay. Sí. Gut. Wie steht ihr zueinander, Manolo? Wie geht's jetzt weiter? Hermano, ich habe mit ihm gesprochen. Ich sehe seinen Platz nicht in unserer Familie, aber mein Vato hat immer noch vor, zur Bundeswehr zu gehen. Und ich bin der Meinung, wir sollten ein Verhältnis pflegen, wo wir uns gegenseitig aushelfen.
Richtig. Als unser persönlicher Sicario bei der Bundeswehr. Bist du sicher? Traust du dir das zu, Guero? Ja, ja, genau das ist genau das, was ich möchte. Sie, wenn wir mal unter, wie sagt man, fremder Flagge agieren wollen, Hermano. Richtig. Mhm. Wenn man feindliches Gangmitglied ausgeschaltet werden soll, dann kann ich mich darum kümmern und kann das immer sagen, ja, ich wurde bedroht bei der Bundeswehr oder sowas. Das ist immer super. Oder falls er mal ein paar Waffen braucht oder so. Dafür ist das echt genial. Ich habe eine Frage an dich. Als ich dich kennengelernt habe, mir dachtest du, Manolo. Du wolltest ihn niemals verraten und hast es bis heute nicht getan. Den einzigen, den du verraten hast, mir da war sogar dein, wie heißt er nochmal, mir dein Cousin Franks. Frank Martin, ja. Aber ich Frank sag, Martin, ja, ja. Den habe ich voll verraten. Der größte Pendejo, den ich in meinem Leben je kennengelernt habe. Ich würde ihm zwei Hände abschneiden, wenn er noch zwei Hände hätte, mir da. Ja, ja. Sieh. Und jetzt weiß ich, warum du so an Manolo hängst. Er ist ein treuer Richtig. Elfer. Er ist meine rechte Hand, mir da. Ja. Bist du immer noch treu zu Manolo? Absolut, 100%. Das heißt, wenn du in die Bundeswehr kommst, werden wir davon Vorteile haben. Auf jeden Fall. Einziges Manko bei der Sache ist, ihr erinnert euch ja vor Wochen, 5 Wochen oder so ist es her, die Sache mit Herrn Sommer und der Korruption und den Lost und dann wurde da einer im Knast umgebracht und sowas. Tee. Eigentlich war das schon geklärt, aber weil ich jetzt so lange nicht da war, hat die Justiz an diesem Fall nicht weitergearbeitet. Der Fall muss erst bereinigt sein. Das heißt, wir brauchen guten Kontakt zur Justiz, dass diese Akten über mich verschwinden. Hat jemand guten Kontakt zur Justiz? Bist du McIntosh? Ist der Richter? McIntosh ist Anwalt, oder nicht? No, er ist Richter. Oh mein Gott, ich hasse McIntosh. Wir sind Feinde, wir sind Erzfeinde. No, wenn wir wollen, dann ist er dein Freund, glaub mir. Okay, er hört okay. Auf uns. Okay, gut. Nun, was ist jetzt dein Auftrag? Naja, sobald, ich muss jetzt zur Justiz und die Akten verschwinden lassen, dann kann ich zur Bundeswehr. Ich habe eine Frage an dich. Weißt du, was dich am auffälligsten gemacht hat, warum ich dir nie 100% vertraut habe? Na? Wer so einen scheiß Mantel trägt, Mirda, der muss ein Ratter sein. Glaub mir, wechsel diesen Mantel. Ja, ja, den dieser muss ich, Mantel lässt dich erscheinen, als ob du einfach jeden verraten willst. Ja, es ist so. Es ist ja, so. Die Brille ist auch unfassbar scheiße, oder nicht? Wollen wir mal über die Brille reden? Ja, Brille, ich dachte, vielleicht bist du Fahrrad gefahren. Ja, nee. Die Brillen verdecken seine Falte, ne? Richtig. Naja, sonst sieht er ja ganz gut aus. Mhm. Gut. Gut. Deine Schuhe passen fast zu unseren Männern, ne? Oh ja, stimmt. Gut gewählt. Sie. Meine Jeans ist sehr, sehr eng. Ich kann fast nicht laufen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zur Justiz. Aber wie können wir den überzeugen? Hermano, Bitcoin, wenn das so für dich okay ist, fahre ich mit dem zur Justiz und wir gucken mal, was da abgeht. Ja. Werden wir jetzt in den Krieg ziehen wollen? Der LCN ist da. Ich hol dir ab. Komm zurück. Abu. Oder bist du der Meinung, wir sollten da mit der ganzen Armee auf Nun, können wir den nicht irgendwie herlocken, Mirda? Dann können wir ihn auf ganz netter Weise fast töten. Ah, klaro, ich verstehe, Hermano. Das wird kein Problem sein. Du weißt, dass wir gleich noch ein paar Zungen abschneiden müssen? Si, wegen der Sache, Hermano. Si. Komm mal kurz, bitte. Oh, wer sind die? Die anderen zwei Mafien meinen irgendwie Stress zu bauen. Mr. Bitcoin wird euch gleich alles erklären. Ja, was einmal Timo Werner, einmal was zu essen gehen. No, das ist ein alter Freund von Manolo und mir. Fasi, darf ich mir was zu essen holen gehen vom Schrank? Warum haben die sind sofort. Wer sind die? Mit denen haben wir ein Bündnis. Sancho, warte, wir fahren. Manos, Moment, wir fahren sofort los. Ich werde mit euch kommen. Hört zu, Manos. Hola an die LCN. Guten Tag, Manos. Hola. Wie geht es euch, meine verbündeten Freunde? Hola. Heute ist der Tag, wo wir ein bisschen aufräumen müssen. Si. Und das werden wir tun. Muchos gracias, dass ihr in dieser zahlreichen Menge erschienen seid und wie ich sehe, auch mit gut ausgerüsteten Waffen. Wie viele? Sie, Timo? Ich brauche noch eine Langwaffe, bevor wir losfahren. Das kriegen wir gleich alles in der Hand. Ich bräuchte auch noch eine Langwaffe. Oh. Achso, ich dachte, das wäre okay. Ich dachte, wir haben genug. Das ist nicht nur irgendein Spruch, Hermano. Okay. Also, hört zu, Hermanos. Meine Männer werden euch gleich den Auftrag erklären. Bei mir und Manolo. Wir beide, ihr wisst, wir
werden beobachtet. Wenn wir das wieder so machen, warten die wieder bereit, als ob die irgendwie einen sechsten Sinn haben. Und ich habe keine Lust darauf. Wir gehen heute hin, zersägen alles und jeden, der da steht, alles, was sie haben, und gehen wieder weg. Habt ihr das verstanden? Sie am besten einmal kurz alle, die eine Eule dabei haben, einmal Stöpsel rein. Das machen wir gleich. Wir gehen gleich kurz weg, Hermanos. No problem. Hör zu. John, James. Sie. Und Big Mo. Kommt nach vorne in die Mitte. Das sind unsere drei, die den Plan mit euch machen werden. Das sind die drei besten Schützen. Mit die besten Schützen. Wir haben noch andere gute Mia da, aber das sind die drei besten. Und die werden euch einweihen. Behandelt euch alle gut, Hermanos. Wir sind alles Hermanos und Hermanitas. Ich und Manolo und Guero haben jetzt einen Auftrag. Fassi, du bist hier der Ranghöchste. Sorg dafür, dass alles geht. Während des Schussgefechtes callt nur ein einziger. Das ist John. Wenn er fällt, callt James. Wenn er fällt, callt Big Mo. Wenn sie fällt, seid ihr alle scheiße. Adios, Hermanos. Mit Bitcoin was regeln. Bitcoin, so mehr da. Eine Waffe brauchst du noch. Komm her, komm her, komm her. Einfach eine Karabine. Sancho, komm, wir gehen schon mal nach oben. Mhm. Sie nimmt. Was sagst du dazu, Hermann? Ja, Wahnsinn, mega cool. Sie? Oh, ich meine, meine Mutter hat nicht so. Könnten wir das mit auch dem Kopfschlemmer? Ja, auch Wahnsinn, mega cool. Wie habt ihr es geschafft, jetzt so stark bewaffnet zu sein? Hermann, wir hatten einen Plan mit vielen, vielen Familien. Ja? Und die sind uns alle in den Rücken gefallen. Scheiße. Jetzt gehen wir von Familie zu Familie und die zahlen ihren Preis dafür, dass sie uns in den Rücken gefallen sind, verstehst du? Oh, das ist geil. Sie. Auf Sancho-Art, verstehst du? Mhm, mhm. Das ist unser Leadership-Ort, damit werden wir fallen. Kriegen wir das hier ausgepackt? Laron, du kennst doch dein Watt. Okay, nicht schlecht. Ja, gut. Das ist nicht schlimm, Hermano. Geld ist kein Problem mehr. Richtig. Aber wenn das Auto nicht mehr fährt, dann... Oh, da sitzt jemand. Das war knapp. Oh ja, hier ist auch... Das musste sein, Hermano. Sau gut. Okay. Ja, der Hermano, die erzählen alle rum, du spielst sogar einen Fußballspiel, verdammt. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Bist du denn wenigstens gut? Ich bin, Spiel. Ja, ich bin okay. Es lief. Was holst du denn in dieser, wie heißt das mehr, der Wochenendliga oder so? Ja, als das letzte Mal 11 Wins. Und sie? Was für ein Zufall, ich auch, Hermano. Du auch? Aber ich komm trotzdem nach von zu Hause raus, nicht so wie du. Ja, das stimmt. Ja, ich brauch da ein bisschen. Ich brauch da ein bisschen Anlauf. Mierda, Manolo, hast du Munition? Wen zeigst du da den Mittelfinger, Mierda? Das mache ich immer, ich halte immer Mittelfinger aus dem Fenster. Weil draußen ist das so schön luftig an der Hand. Richtig luftiger Mittelfinger einfach, so für unterwegs. Okay, soll ich dir mal einen besseren Tipp sagen? Ja. Du ziehst dein T-Shirt an, okay? Ja. Und dann hältst du deine komplette Achsel aus dem Fenster, Mierda. Das geht? Sieh, und dann ziehst du dieses Ärmel ein bisschen so runter, Mierda, damit alles da reingeht. Das ist geil. Besser als Mittelfinger, ja. Wir müssen schauen, wen wir von der Justiz kennen. Ne? Ja, ich glaube auch. Ich habe Brett Mierda. Ja? Brett ist jetzt der Bundeskanzler. Ne? Brett ist jetzt der Bundeskanzler, den ich damals ausgedacht habe. Sie. Ich habe ihn aber 26 von meinen Stimmen gegeben, Mierda. Der soll froh sein. Stimmt. Sie, der muss uns noch was schuldig sein. Sie. Letztens habe ich ihn zwar aus Versehen mit Roten aber der ist auch wieder nicht drin. Ja, das ist doch Schnee von gestern, Hermann. Ein bisschen Schwund ist immer. Das stimmt. 11 Siege holst du also, ne? Mhm. Ist cool, oder? Sieh, wenn wir mal schlafen sind, dann zieh ich dich ab, Mann. Okay, gerne. Sehr gerne. Sieh, das klären wir. Mierda, wer steht hier am Krankenhaus? Was meinst du? Hier, Moment, Manolo, hast du Munition? Gib mir schnell Munition, Mann. Wir gehen kurz welche holen. Ich habe jetzt keine hier. Ich habe gar keine Waffe und nichts. Sollst du hier in den Kampf verwickelt werden? Darfst du sowieso nicht mitschießen. Gut. Sieh, das ist jetzt. So sind die Regeln, Hermano, weil wir eine Familie sind. Ach krass, okay.
Aber Hermano, also wenn die auf ihn schießen, ist das auch wieder anders. Ne? Sieh, wenn du eine Kugel abbekommst, dann darfst du mitschießen, aber ansonsten nicht. Und, ich kläre dir irgendwann eine Waffe, aber ich kann dir das nicht von meiner Familie wieder. Passt. Ich habe eine Pistole, no problema, das ist kein Problem. Warum geht das nicht? Ich will nur nicht, dass man Ärger bekommt, sieh? Ja, no. Ja, ja. Hermano, hier ist Ammunition, ne? Sieh, okay. Hast du Bargeld? Was soll ich machen? Mierda, minus. Ich hab minus 6.000. Warte, hast du Bargeld für ihn? Ich hab 60.000 Bargeld. Gib ihm mal. Wieso hast du so viel Bargeld? Okay, ich geb dir das gleich wieder. Behalt ruhig. 10.100. Also, warte, jetzt kannst du behalten. Okay, ich gebe dir ein bisschen Geld. No, Bargeld, Hermano. Bargeld, siehst du? Bargeld geht anders. Bargeld geht. Tasche musst du geben. Das geht mit. F2 ist in deiner Hosentasche drin, siehst du? Ach, in meiner Hose. Jetzt habe ich es. Ich hab's schon gefunden. Hier, zack. Und jetzt gebe ich dir das an Mr. Bitcoin. 20.000. Machst du das immer so förmlich, Mierda? Ja. Okay, gracias auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich komme sofort. Ist der gut? Ja. Hattet ihr schon irgendeine Gangschießerei? Wer sind so eure Feinde? Oh, Hermano, wir hatten schon Kriege. Aussteigen. Gegen wen habt ihr? Wer ist euer Erzfeind? Das ist nicht von mir, okay? Okay, weiß ich. Hermano. Fängt er schon mal gut an mir, dann pack die Waffe ein. Ich muss einmal testen. Wie kann ich sehen, ob die geladen ist? Die ist geladen. Sie geladen ist, ja, dann mach die. Oh, no, Manolo, por qué? Was denn? Was denn? Die läuft miese Mucke. Ich hab das nicht gemacht. Ah, sorry. So. Hermano, wir hatten viel Stress zu unserer Anfangszeit. Wir hatten direkt Probleme mit Platz und Last, habe ich dir erzählt, mit der Vereinigung. Dann sind uns alle in den Rücken gefallen. Und jetzt sind wir gerade wieder dabei. Okay. Wenn du meine ehrliche Meinung wissen willst, Hermano. Ja? Dir taugt niemand was außer mir. Okay, krass. Okay, gut. Was nochmal genau machst du da mit der Waffe? Getestet einmal komplett. Funktioniert. Die ist sehr gut, danke. No problem. Bitcoin, ich weiß, das ist manchmal ein bisschen, wie sagt man, ungewöhnlich, aber ich muss wirklich sagen, das ist noch nie schief gegangen. Wie lange warst du mit dem unterwegs, Hermano? Ich möchte das nur aus Interesse fragen. Ewigkeiten. Warte, wie lange waren wir unterwegs? Ewig. Monate quasi. Sieh. Dann lass uns mal gucken, wer hier umläuft. Gut. Merda, warum geht das nicht so? Wo ist die Justiz nochmal da, sieh? Sieh. Hast du schon vergessen, wie du deine Stimme abänderst? Für eine kleine Pendejo. Sieh, Hermano. Habe ich die Nummer von irgendwem, Merda? Ich hab doch die Nummer von diesem... Macintosh. Sonst einfach aufmachen, auch geht auch. Wie heißt der nochmal mit Vornamen? Bei euch ist alles normal, ne? Hermano, siehst du gerade nichts? Korrekt. Warte kurz einen Moment. Ich kurz auf Macintosh rangehe, dann sage ich. Kannst du da drinnen sehen? Hermano, kannst du jetzt kurz... Jetzt geht's. Super. Kannst du kurz deine Ohrstöpsel reinmachen? Hola. Wegen GoPro. Okay, ich bin jetzt wieder da. So. Okay, Hermano. Komm mit. Der Kariverga ist da. Komm. Ich habe... Komm her. Ich esse ein paar Waffeln, ja? Sieh, wenn du was brauchst, sag Bescheid. Mahlzeit. Wie Sterne hast du mir da? Wer bist 3. du denn hier?
Und was bist du dann? Hauptwachtmeister. Hola, Fokuhila, Hermano. Mhm. Ich muss unbedingt mit Herr Brett reden, mit dem Bundeskanzler von Dortmund. Der ist zurzeit nicht verfügbar. Er hat gerade was zu tun. Der ist aber so in circa 10 Minuten ist er da. Wo ist er gerade? Er ist in diesem Haus hier. Das kann ich nicht sagen, wo der ist, aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen, Mierda. Hermano, ohne uns wäre er nicht mal da, wo er ist. Ich kann nur bestätigen, dass er so in ungefähr 10 Minuten hier anzutreffen ist. Okay, ich guck mal nach. Hermano, wie ist das mit Akten? Muss. Dieser Pendejo. Das sind private Räume, bitte. Einmal raus. Der Hausmeister hat gesagt, wir sollen rausgehen. Wer? Hier, der Hausmeister. Nee, wer ist weg? Er war ja nicht sehr hartnäckig. Hola, guten Tag, Mierda. Was macht ihr denn hier? Guten Tag. Ja, so sieht man sich also wieder. Ja, ja. Nee, wir kennen uns noch gar nicht. Ach, guten Abend, die Herren. Hola, wer bist du denn? Ich bin Staatsanwalt Ritter, mein Name. Ritter, Mierda, du siehst aus wie John Carters Sohn. Schön wär, aber dann müsste ich ja nicht arbeiten, ne? Das stimmt, aber dann wärst du auch so eine schmierige Ratte wie er. Ach, Quatsch. Sie sind Rechtsanwalt, Staatsanwalt. Ich bin Staatsanwalt, das ist recht. Moment mal ganz kurz. Sancho, kommst du einmal, ne? Yep. Was genau war jetzt dein Ziel? Wir müssen... Ich will nicht unhöflich sein, aber könnten wir vielleicht gerade einmal mit dem Herrn kurz meine Adoption vollziehen und dann sind wir auch wieder weg. Könnt ihr gerne. Ach so, wirst du adoptiert? Ja. Oh. Aber was steht da hinten? Was bringt das? Gutes? Ist das gut? Ich hoffe, er hat viel Geld, ne? Oh, mehr, da, okay, dann. Viel Erfolg. Okay, danke euch. Okay, gut. Was ist genau dein Ziel? Du willst bei der Bundeswehr rein? Ich muss bei der Bundeswehr rein und dafür müssen meine Akten einmal geklärt werden. Die müssen verschwinden. Die Korruptionsakte. Aber das war schon geklärt. Herr Sommer hat alles übernommen und wurde dann exekutiert von der Bundeswehr. Aber die Bundeswehr darf das natürlich nicht offiziell weitergeben. Aber die Person gibt es nicht mehr. So, und das heißt, es muss jetzt einmal ein für alle Mal im System geändert werden. Und weil ich so lange nicht da war, wurde der Fall nach einer Woche fallen gelassen. Ja, und den müssen wir jetzt ein für alle Mal löschen, die Akten. Verstehe. Ist eigentlich einfach, das kann hier jeder machen, der hier am Start ist. Okay, dann werden wir gleich mit dem Rechtheimer reden. Und dieser Pendejo Brett, meinst du, der kommt an die Justizsachen ran? Ja, sicher, hundertprozentig. Der Justizladen ist doch hier sowieso kompletter Saftladen, das schafft doch jeder. Sieh, ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat mit Brett Mierda. Der ist wirklich, ich sag mal, der versucht auf jeden Fall die Regeln sehr zu beachten. Okay. Aber vielleicht sieht's anders aus mit einer Waffe am Kopf. Richtig. Okay, Hermanos, ich bitte euch, wie viele Söhne willst du noch haben, Mierda? Komm da raus! Wo sind sie geboren? Die sind noch voll dabei. Okay, lass sie jetzt mal Null, lass sie mit hochholen, komm. Wo ist dieser Pendejo? Manolo. Da sind sie. Hola, Hermano. Hat sie sich geklärt? Nein. Wir müssen mit Solmecke reden. Bitcoin, ja? Wir müssen mit Solmecke reden. Wer ist das? Der ist das Solmecke? Das ist kein... No. Er hat meine Nummer ihm ausgerichtet. Ist er denn wach, Solmecke? Nee. Er hat gesagt, er kommt, du machst wieder, aber der ist nicht wiedergekommen. Mierda, diese kleine Hinterputte. Warte, das ist auf jeden Fall gar kein Problem. Weißt du, was der mir sagt? Ja? Er sagt, das kann teuer werden, 1 Million oder höher. Ja, weißt du nicht, wie es dann geht? Oh, Mierda, ist gar kein Problem, Hermann. Ich habe ihm gesagt, ich kaufe ihm noch ein Haus und eine Frau, wenn das sein muss. Das ist gut. Sie. Okay, wo ist Bitcoin, Mierda? Ist er rausgegangen? Der ist gerade rübergegangen, telefoniert gerade. Okay, er telefoniert, okay. Nee, wir müssen wohl einfach nur warten, dass... Da drinnen ist aber ein Anwalt, der kann das aber nicht klären, ne? No. Er ist ein Staatsanwalt. Der Brett ist auf dem Weg. Ich würde es jetzt, wie gesagt, falls sie da irgendwas in den Taschen haben, das abzulegen, auch wenn sie einen Waffenschein haben. Das ist ja trotzdem das Justizgebäude. Ah, okay, Hermann. Komm, wir legen das kurz ins Auto. Wenn sie hier was drin haben. Ist gar kein Problem. Also quasi. Das gilt auch für ihren Kollegen da unten. Also falls sie irgendwas haben, wir werden sie dann auf jeden Fall kontrollieren. Sie ist kein Problem, wir legen das ins Auto. Alles Mögliche.
Hier hat niemand ohne einen Waffenschein eine Waffe. Sie, Sancho? Richtig. Also auch mit Waffenschein. Auch mit Waffenschein dürfte ich jetzt hier nicht mit 3 Langwaffen reinkommen, zum Beispiel. Nee. Denke ich nicht, nein. Gut, dann müsste ich jetzt nochmal kurz zum Kofferraum gehen. Ich habe ganz vergessen, wie viele Probleme du machst. Danke, danke. Gut abgerollt. Mehr da, wir müssen ein Bitz. Was ist mit meinen Fingern los, Alter? Muy gracias für das Gespräch, okay, hermano? Adios, adios. Hermano, Brett ist auf dem Weg, wir müssen aber unsere Waffen ins Auto packen, der Tag, auch mit Waffenschein. Wer sagt das? Ja, da dieser, was weiß ich, die Fukuhila-Boy da. Er soll die Fresse halten, Mierda. Okay, gehen wir zu ihm hin. Ich habe ihm gesagt, wir halten uns an die Regeln, aber es sieht wohl so aus, als wäre das nicht so. Mierda. Hey, aufgepasst! Eure Regeln gelten nicht für uns. Die tun sie tatsächlich. Also ich hab euch jetzt hier freundlich gebeten, falls sie irgendwas dabei haben, das ins Fahrzeug reinzupacken, sonst werden wir sie hier dann durchsuchen. Wenn wir da was finden, müssen wir dann halt Anzeige erstellen. Hör zu, Hermano. So meinte er das nicht. Es geht darum, kommen Sie mal bitte mit Fukuhila. Ja, kommen Sie mal hier hoch. Typisch Mierda. Kommt mit. Kommt, Manolo, Sancho. Soll ich bei den Hausmeistern hier bleiben? No, du kannst mit. Okay. Das sind keine Hausmeister, Mierda. Ja. Also hören Sie zu. Mhm. Sie kennen mich noch nicht, Sie? Nee, ich weiß nur, also der Bitcoin, der Name ist mir geläufig, da der mal Kanzlerkandidat war. Ich bin Mr. Bitcoin. Mhm. Hören Sie zu. Ich habe Brett zum Kanzler gemacht. Er hat meine Stimmen bekommen. Er ist ein guter Freund von mir. Und es geht um die nationale Sicherheit. Und es geht darum, dass Anschläge auf ihn verübt werden. Deswegen sind wir bewaffnet und bleiben bewaffnet. Denn wenn etwas passiert, seid ihr hier alle tot. Wir sind hier zur Unterstützung. Das muss ich mit Brett bereden. Er weiß eigentlich Bescheid. Also entspannen Sie sich, Hermano. Wir besitzen noch einen Waffenschein. Machen Sie sich keine Sorgen, Fukuhila, okay? Also das ist doch ein Argument eigentlich dafür, dass wir ihnen die Waffen abnehmen sollten. No, hört mir zu, Hermano. Stehst mich völlig falsch, Hermano. Es geht ja um die Sicherheit von Brett. No, deswegen es geht hier um die nationale Sicherheit von Dortmund, Hermano. Was für Brett? Also ich verstehe das Ganze drum und drüber ja nicht. Sie müssen doch einfach nur die Waffen ins Auto packen und die Sache ist gegessen. Sie können sie ja wieder rausnehmen. Dann kommen die anderen, schießen uns alle nieder und wir sind alle tot, weil du gesagt hast, leg die Waffen ins Auto, sieh? Da wird keiner kommen, glauben Sie mir. Das Gebäude ist so gesichert. Da wird keiner kommen, Hermano. Weißt du, wer ich bin? Wenn ich hier reingekommen wäre mit ihren ganzen Waffen, was für das Gebäude zum Stellen? Pendejo, die Mierda Caliverga. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Wir haben zurzeit noch keine abschließbaren Türen, aber es gibt hier gesicherte Räume tatsächlich. Gesicherte Räume tatsächlich, da wird nichts passieren. Okay, dann warte du draußen, halt Wache und wir sind drinne. Ich warte draußen, ich halte Wache, das ist sowieso der Fall tatsächlich, aber sie müssen trotzdem die Waffen ablegen. Damit wir uns niederschießen lassen, wegen ihnen? Da wird keiner kommen, wir können hier Verstärkung anrufen, da wird alles Mögliche kommen, glauben Sie mir. Sie, die inkompetente Polizei vielleicht, da? Die Polizei können wir nicht trauen. Die korrupte, sie, die mithilft uns niederzuschießen, sie. Ja, die mithilft Brett niederzuschießen, sie. Ja, und die wollen Sie ihren Bundeskanzler auf dem Gewissen haben, sie? Also wie gesagt, Hermano, die Bundeswehr, ich weiß ja nicht, ob du was gehört hast, aber die stellen mittlerweile jeden Abschaum dieser Stadt ein. Die stellen Mörder ein, die stellen Bankräuber ein und Betrüger. Ja, dazu, Leute mit Fukuhila, die stellen alles ein. Dazu gebe ich jetzt keinen Kommentar. Ich weiß, warum sie keinen Kommentar geben, weil sie ganz genau wissen. Ja, wie gesagt, ich gebe dazu keinen Kommentar. Also ich bin ehrlich, ich vertraue Karl Lagerfeld nicht. Bitte? Wieso sollten wir die Waffen abgeben? Das ist eine ganz normale Sicherheitsmaßnahme. Ich bin dafür, das sollte Brett entscheiden, oder? Ja, ich habe ihn doch gerade gefragt, egal ob sie einen Waffenschein haben oder nicht, das spielt keine Rolle. Sie haben die Waffen abzugeben, wenn sie mit ihm reden möchten. Ich habe sogar extra nachgefragt für sie. Wollen Sie mich verarschen? Das hat er so zu mir gesagt. Ich kann Ihnen nicht die Idee, ich gebe gar keine Nummern von Mitarbeitern. Ich habe seine Nummer mehr. Moment, ich muss einmal schlafen, mein Handy ist kaputt. Moment, ich habe sie. Haben die schon die Waffen abgelegt? Nee, haben wir noch nicht. Haben Sie Waffen dabei? Negativ. Gibt es hier ein Problem? Ja.
Was gibt es für Probleme? Ja, nochmal, bitte hier im Gerichtsgebäude die Waffen ins Auto einlagern. Hermano, wir haben noch gerade ein Gespräch da oben geführt. Soll ich dieses Gespräch jetzt mit jedem Einzelnen führen? Ja, wir haben nicht zugehört. Wie sollen wir denn, wenn Sie das darauf bestehen, mit einem einzelnen Mitarbeiter von uns hier zu machen? Er war doch der Ranghöchste, oder? Stimmt. Nein, ich bin das. Sie sind das. Ja, Sie das sind der Ranghöchste? Nein, im Schwarzen. No, nicht der mit dem Grauen. Okay. Der Manu sieht folgendermaßen aus. Wir sind gute Freunde von Brett und wir wollen ihn sprechen. Wir sind ganz normal. Sancho tritt so einen Schritt zurück, ich muss ihm kurz was zeigen. Ja. Wir sind bevollmächtigt, in dieser Stadt auch Waffen zu tragen. Jeder von uns, keiner von uns trägt Waffen ohne Erlaubnis. Und wir sind bewaffnet für unseren Schutz, vielen Dank, für Ihren Schutz und für den Schutz von Brett. Sie können auch Brett gerne fragen, er ist mit uns allen sehr gut, ist gar kein Problem. Hallo? Ja? Sie. Waffe bitte weglegen. Danke. Kein Problem. Danke. So verstanden tun Sie das auf jeden Fall. Also, Sachlage ist jetzt folgende. Es wird kein Gespräch stattfinden, da sie die Waffen noch bei sich tragen und nicht abgeben möchten. Ja, da soll doch erstmal Brett kommen hier. Was halten Sie davon? Oder ist er schon hier? Wie gesagt, er wird nicht kommen, solange sie hier keine Waffen abgegeben haben. Aber wenn ich die weglege, er ist hier, sie? Es funktioniert, wenn sie die in die Autos reinlegen, wir sie kontrollieren, dann ist alles in Ordnung. Dann kommt er und wir sekundieren. Sancho, das ist so wichtig. Komm mal mit, ich habe keinen Bock auf dieses. Wir legen das. Ja, dann machen wir das so. Wir legen die Waffen weg. Auch der Kollege außerdem gesagt. Das ist jetzt nur eine hypothetische Sache, sieh? Ja, bitte. Hermano, wenn ich will, gehe ich danach zu meinem Auto und knall euch alle ab. Aber das ist nur hypothetisch, also nicht keine Warnung oder Drohung gekommen. Okay, können Sie versuchen, wenn Sie wollen, aber... Gut, dann kommen wir gleich wieder, wir werden das versuchen, gut. Natürlich. Wissen Sie, wer das ist? Sancho wurde mir gerade vermittelt, ja. Sie, wissen Sie, wer ich bin? Manolo, Sie haben mir Ihren Ausweis gegeben, ja. Sieh, Hermano. Wir sind die zwei Männer, die dafür berüchtigt sind, den gesamten Lost MC ohne einen Finger zu schnipsen, vielleicht einen Finger zu zeigen, zwei, in Hintergittern zu bringen. Den gesamten MC. Vom Putzmann bis zum, wie heißt das nochmal, Hermano? Präsident. Nur damit das mal klar ist, vor wem sie hier stehen. Wir sind nicht irgendwelche, wir sind nicht irgendwelche Typen einfach, okay? Verstehst du? Warum haben Sie das noch nicht gehört? Was? Ja, den Tergilter gebracht. Haben wir, Hermano. Haben wir alle. Alle? Ja. Alle. 14 Leute auf einmal. Ach, das meinen Sie das längere her, ne? Das ist ein bisschen her. Richtig. Sie. Ah, okay. Okay, Sancho, komm, lass uns das klären. Bitte? Was? Wir bringen unsere Waffen jetzt weg. Nächstes Mal rutsche ich auch raus. So. Ja. Hola? Sie. Mr. Bitcoin ist in meiner Nähe, aber nicht bei mir, Hermano. Sehr schön, Hermano. Sehr schön. Hermano James, du bist mein Favorit, aber erzähl das keinem, die sollen nicht neidisch werden. Grüß ihn von mir. Mach's gut, ich soll dich von Sancho grüßen. Grüße zurück, Hermano. Grüße gut. Zurück. Weißt du, was er mir gerade sagt? Hm? Wir haben gerade eine Familie ausgelöscht. Welche? Die verfickten Millennials. Weißt du noch, irgendwer meinte mal wegen deiner Jacke, du siehst aus wie ein Millennial. Ja. Sieh, die haben wir alle ausgelöscht. Dafür sind sie jetzt gestorben. Sehr gut. Ja. Das läuft jetzt ein bisschen anders. Alter. Die ganze Gang ist tot einfach und... Sieh, und nicht mal... Wir müssen nicht mal als... Wie sagt man? Als Vorgesetzten, wir müssen nicht mal dabei sein, Hermano. Wir schnipseln mit deinem Finger und Menschen sterben. Das ist geil. Das ist richtig geil. Zum Auto gehen, Alter. Verdammte Scheiße. Ich musste ihn vorstellen, Hermano. Litecoin, warte, wie geht's dir?
Sehr gut, dann mache ich unbedingt mein Auto bestellen. Hey, hallo. Auto? Ja, ja, hallo, hallo. Woran gehst du, Hermano? Ist das wirklich wichtig? Ist sehr, sehr wichtig, Hermano. Kannst du mir das sagen, oder? Ja, komm. Okay, Hermano, dann nimm das Auto. Ich muss meine Waffe kurz ins Auto legen. Hermano, mach keinen Scheiß mit dem Auto, da liegt Nee, in dem Auto sind ganz viele Waffen. Ja, siehst du, ich bring's gleich zurück. Muss noch Lightgun, ich muss ihn dir danach vorstellen, das ist ein alter Freund von mir, oder? Sie, okay. Hallo, ich bin Max Sancho. Freut mich, Hermano. Ja, da warte, verdammt, das ist neu. Ich muss noch mal kurz alle auslöschen, dann komme ich wieder, ja? Ja. Hermano, ich muss noch meinen verfickten Scheiß hier reinlegen. Mann. Wen musst du auslöschen? Wenn du sie auslöscht, sag viele Grüße von Sancho. Werde ich machen, Hermano. Sehr gut. Okay, Hermano, pass bitte auf, schließ das ab. Ich vergesse. Si, si, si. Da liegen Millionen drin. Komm, Sancho, wir klären das da drin. Hermano, das ist mein... Bei uns in der Familie gibt's ein 12er, ha? Das ist Bitcoin. Ja. Und ich bin der 11er. Und das war mein anderer 11er, verstehst du? Ah, okay. Und, also, ja? Wir sind so die... Auf einer Stufe sie. Mhm. Dann lassen Sie uns mal Brett suchen. Ich wäre dann eher so der Vierer oder was? No, Hermano, ich sag dir ehrlich, ich nenne dich. Ja. Hatto, du hast keine Lust, die ganze Zeit nur Befehle zu befolgen. Ja, stimmt, ich bin irgendwo deswegen, dazwischen. Sieh, du bist unser persönlicher Sieg, unser eigener Anwärter, ne? Ja. Oh, mir, das ist der falsche Raum. Hier, hier ist richtig, komm her. Sieh. Oh, ja, tatsächlich. Mirda, du bist ein Adler, du gehörst nicht in einen Gefecht. Ja. Wo ist denn jetzt, wo sind die denn jetzt alle? Mirda, warte mal, wo ist Bitcoin? Ich ruf sie mal. Hey, hallo Leute! Ah, da sind wir hier. Ah, komm mit, komm. Geklärt. So, ist geklärt. Wollen Sie mich untersuchen? Ja. Bitte kurz umdrehen. So. Ich sehe ihn auch nicht mehr auf GPS. Wie ist Ihr Name? Das passt. Johnny Adams. Johnny Adams. Genau. Mhm. Ja, das passt soweit. Wir können nicht ewig warten, Hermano. Ich will wirklich nicht unhöflich sein, sieh. Wenn ich da ist, dann gebe ich Bescheid. Okay. Dass Sie auf jeden Fall ein Gespräch machen können. Sieh. Ach ja, und sonst, wie geht's Ihnen so? Ah, ist ein sehr anstrengender Taxi. Rauchen dürfen Sie hier drin leider nicht, da muss ich Sie nicht. Hermano, ich habe ein ärztliches Attest. Ein Attest zum Rauchen, das höre ich jetzt aber auch zum ersten Mal. Si, claro. Okay, und wie kann man sowas bei welcher Krankheit oder so? Hermano, ich habe eine Lungenüberfunktion. Ich muss ständig rauchen, damit meine Kapillaren nicht zu frei werden und ich eine Sauerstoffvergiftung bekomme. Mhm, klingt gut. Habt ihr das schon mal gehört? Nee. Finde ich aber gut, tatsächlich. Ich glaube, das hat er selber auch noch nicht gehört. Hermano, nennst du mich einen Lügner? Was? Nein. Nein, das hoffe ich aber auch. Kann man mal ein Auge zudrücken. Bei Ihnen, wie geht's Ihnen? Geht's Ihnen alle gut? Ich hoffe, Sie hatten einen ruhigen Tag, ah? Ja, geht. Was heißt geht? Hattet ihr Stress? Nee, das möchten wir jetzt nicht so sagen. Das ist halt der alltägliche Wahnsinn. Der alltägliche Wahnsinn. Kann man das gut beschreiben? Sie. Ja, und Sie können sich hier einen Joint oder wie? Dafür habe ich auch ein ärztliches Attest. Deswegen? Ich habe schon seit 3 Tagen so einen super nervigen Schnupfen, der geht irgendwie nicht weg. Ja, kenne ich. Ja. Also ich trinke da bevorzugt natürlich Tee und ich nehme da keine Drogen. Sie nehmen Codein, ne? Bei sowas. Manchmal ist die Nase einfach ein bisschen zu. Ja, das ist ein sehr, sehr großes Problem tatsächlich. Sieh, du musst mal gucken, mein Hermano, er kann das durch Nase rauspusten und durch Mund wieder einatmen. Mhm. Ja, zeig mal. Ja, dann mache ich das jetzt mal.
Habe sie gesehen? Ich sehe, es sieht irgendwie ein bisschen, ne? Ist ein bisschen widerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde mal kurz durchfunken. Die Lage, anscheinend kommt der Kollege nicht mehr, deswegen können Sie dann ein Gespräch führen. Gut. Sí, claro. Herda, ich sage dir das mit der Akt, kein Problem. Ja, das kriegen wir easy hin. Das war ja schon geklärt, du erinnerst dich. Sí, mierda, ich habe doch gesagt, ich wollte eine Sammelklage machen, das wurde einfach unter den Tisch gekehrt. Ja, die haben es einfach, weiß ich nicht. Oh, hola hermanos von Outlaws. Guten Tag, Jaren, ich grüße euch. Grüß euch, geht's euch gut? Sehr gut geht's mir. Oh, das ist ja, das sieht man, ja. Man sieht's auch, ja. Wir haben gesagt bekommen, wir dürfen hier drin nicht rauchen, ne? Frechheit, Frechheit. Ja, wir schon. Nee, dann schönen Abend euch, ne? Macht's danke gleichfalls. Überhaupt rein. Ciao, ciao. Das ist auch eine neue Familie, ne? Das sind die Outlaws. Mhm. Das ist so, wie sagt man, Lost. Mehr, da sind die weg. Ja. Sind weg, oder? Das ist sowas wie Lost auf Wish bestellt. Oh Gott. Ja. So, die Herren, ich würde Sie dann bitten, mir zu folgen. So, okay, Hermano. Die Herren, ich würde dann folgen. Also der Brett ist auf dem Weg. Da habe ich leider keine genaue Zeitangabe. Ich weiß, Hermano, aber irgendwie, ich hab gerade. Wie lange das dauert? Okay. Wir nehmen schon mal Platz. Aber er sollte auf dem Weg sein. Okay, dann nehmen Sie schon mal Platz. Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Mir? Danke, nein. Ich verzichte. Gut. Dankeschön. Immer diese verdammte Waiting Simulator, verdammte Scheiße. Mhm. Wir müssen nochmal, glaube ich, ein bisschen hier die Glocken läuten, damit die wissen, wer wir sind, verdammt. Richtig. Du warst so lange weg, Hermano. Das wird aber schnell wieder kommen. Ihr seid ja, also erinnerst du dich, als ich gegangen bin? Da ging ja gar nichts. Und jetzt? Sieh. Diese Sitzposition habe ich so vermisst, Hermano. Ja. Zusammen mit deinen engen Jeans. Ja, die Jeans ist so eng. Es ist krass, dass ich das auch hinkriege. Sieh. Das müssen wir wirklich ändern, wenn wir raus sind, verdammt. Ja. Schöne Schuhe, das muss ich wirklich sagen. Danke. Die sehen gut aus. Ja, die passen auch schon. Ah, Mierda, ich glaube... Bitcoin hat, glaube ich, ein Schlafensproblem gerade, verdammt. Ah, echt? Oh Mist. Er kann irgendwie nicht aufwachen, obwohl er es versucht. Das klingt ja schrecklich. Hat ihm bestimmt jemand Schlafmittel in seinen Kaffee gemacht. Mhm. Ja, ich hoffe Litecoin. Das war übrigens Litecoin, Hermano. Ja, macht Sinn. Aber warum war dann überall bei unserer Basis Litecoin gesprayt? Sieh mir, das war der Typ. Wer hat das gesprayt? Ja, da dreimal darfst du reiten. Verdammt nochmal Litecoin wahrscheinlich. Echt? Okay. Hey, ihr zwei da hinten! Kommt doch mal bitte rüber. Ja? Werden Sie gleich bei dem Gespräch hier im Raum mit dabei sein? Ja. Haben Sie uns nicht durchsucht? Ich kann Manolo leider nicht Manolo vertraut euch nicht. Wir haben uns doch gerade durchsucht, oder nicht? Ja, wir stehen dort immer an der Tür, auch wenn es die ganz normalen Zivilisten sind. Wir stehen immer an der Tür. Sie können auch vor der Tür stehen und Brett schreit laut. Das wissen Sie ganz genau wie ich. Ja, das stimmt. Könnt auch leise reden, wir hören nicht zu. Mhm. Wir warten erstmal auf den Brett, der sagt, und dann. Was sind eure genauen Berufsbezeichnungen? Sie, das würde ich auch wissen. Ich bin Inspektor des Justizwachschutz. Inspektor? Inspektor? Ja, da gab's nicht mal so einen coolen Film mit Inspektor Gadget oder so ein Scheiß. Mhm. Kennst du das auch? Guck mal, wie viele Gadgets er an seinem Gürtel da hängen hat. Sie? Entschuldigung noch, dass ich dachte, ihr seid Hausmeister, aber ihr habt so Taschenlampen und Werkzeugkasten am Gürtel hängen und so. Ich wusste nicht, dass ihr Security seid.
Ja, wir machen eigentlich alles so. Hausmeister. Auch wenn meine Lampe kaputt ist. Gut. Ja, also der Hort hämmert hier ein bisschen rum, dann geht das wieder. Mhm. Denn was? Der Hort von der Bundeswehr. Sie, was ist mit dem? Der hämmert hier immer rum. Der hämmert hier immer rum? Ja, ja. Mit seinem Hammer. Mit seinem Hammer? Der hat ihn immer dabei und dann ist hier alles wieder blitzeblank. Okay, gut. Verstehe. Gut. Und sonst, wie lange machen Sie den Job schon? Ich glaube ich seit so 3 Monaten. Okay. Und der Kollege? Seit einem Monat ungefähr. Mhm. Und zufrieden? Ja, natürlich. Warum zeigen Sie die ganze Zeit auf uns? Dass Sie wissen, mit wem ich gerade rede. Jetzt rede ich mit ihm, jetzt rede ich mit Ihnen. Sie sind wirklich zufrieden? Wie viel kriegen Sie denn so unter uns? Begalt. Ja, es reicht. Na, was heißt es reicht? Wofür reicht es, Hermano? Für einen wofür? Toyota, für einen, wie sagt man, einen Toyota oder wofür reicht es? Ja, man kann seine Autorechnung bezahlen. Also, Hermano, Sancho, weißt du noch, wie das bei der Polizei war? Ja. Merda, wir waren Kommissar und wir konnten uns nicht mal einen Sportwagen leisten, Hermano. Wir waren dabei. Alter, wir haben nicht mal Gehalt bekommen, die Hälfte des Naja, die Polizei ist bankrott. Da stand immer, Gehalt kann nicht ausgezahlt werden. Sie. Ich hoffe, solche Probleme habt ihr nicht. Nee, hatten wir ganz am Anfang mal vier Tage, aber jetzt geht's wieder. Ja, bei uns ist es auch ab und zu mal wieder. Aber jetzt haben wir irgendwie eine große Finanzspritze bekommen. Mhm. Und jetzt halten wir wieder ein bisschen durch. Finanzspritze nennen die das, ha? Okay. Nennen das korrumpierte Gelder. Mhm. Wo bleibt denn dieser Brett mir da? Strapaziert meine Zeit, meine Nerven. Haben Sie Kontakt zu Brett? Positiv, ja. Können Sie fragen Sie doch mal. Funken, wo Sie mir den Gefallen mir da? Wo steckt der Typ? Warum geht der weg, Hermano? Wir wissen doch, was er sagen will. Stimmt. Macht mich nervös. Sie sind Johnny Adams? Genau. Gut, er ist auf dem Weg. Als vielen Dank. Gerne. Ist auf dem Weg, ja, wie vor 3 Stunden, ne? Der ist schon ganz schön lange auf dem Weg. Nicht, dass ihm was passiert ist, sag mal. Nein, nein, da ist er schon. Also im Moment. Mehr da so ein Typ mit Fukuhila, der mir immer die Tür aufhält, den brauche ich auch. Okay, bitte lassen Sie uns alleine, ja? Ja. Hola, Brett, Hermano, wie geht es dir? Ganz gut. Gerade ein bisschen stressig. Was war das jetzt? Jungs, was gibt's? Hallo. Hermano, können deine Securities bitte uns freireden lassen, also ein bisschen Abstand halten? Ja. Brett, hörst du mich, wenn ich so rede? Ich höre dich, hörst du mich? Sie, ich höre dich. Hermano, wir sind, beziehungsweise, ich bin die rechte Hand von Bitcoin. Bitcoin ist ja ein Begriff, denke ich, ja? Ja, ja, klar. Und Hermano, das soll jetzt nicht irgendwie rüberkommen nach dem Motto, du bist uns was schuldig oder so. Aber Hermano, du weißt ganz genau, ohne Bitcoin wärst du nicht da, wo du wärst. Sieh? Das ist eine Aussage, die Herr Bitcoin getroffen hat, ja? Hermano, unter uns. Wir sind hier gerade, ich hoffe, der Typ da lauscht nicht mit und wir sind unter uns. Es geht auch nicht jetzt darum, um das zu klären, wer den, wie sagt man, ich glaube, bei euch sagt man Schwanzvergleich, sieh? Darum geht es hier überhaupt nicht. Also, wir haben ein Problem und wir wollen, dass das Problem gelöst wird, Hermano. Welches Problem hast? Es geht um Folgendes. Hermano, du warst doch früher Staatsanwalt, sieh? Richtig. Hermano, habe ich nicht eine Sammelklage vorbereiten lassen? Ja, du wolltest mit ein paar Leuten zusammenkommen?
Bloß der Jansen war irgendwie niemals da, dass du mit dem das klären konntest. Richtig. Hermano, also du drückst das so aus, ich drück so aus, das wurde unter den Teppich gekehrt. Ja, ich kann dir ganz ehrlich sagen, der Jansen war einfach nicht da. Der war einmal die Woche da, der ist auch degradiert worden deswegen. Sehr gut. Es ist jetzt ist jetzt Generalstaatsanwalt. Der ist diese Woche bis Sonntag noch im Urlaub. Und ihr beide seid ja betroffen zum Teil, wenn ich das weiß. Hermano, das ist Geschichte. Darum geht es nicht um diesen Fall. Ich wollte nur sagen, in der Vergangenheit ist leider einiges schiefgelaufen. Ja. Und wir sind hier, weil wir ein Problem haben. Nicht missverstehen, ne? Oh, gar kein Problem, Hermano. Das Problem ist auch, es war ja alles schon geklärt. Selbst Herr Toast weiß Bescheid, was da vorgefallen ist. Und Herr Sommer hat volle Verantwortung übernommen, ehe er unglücklich ums Leben gekommen ist. Aber leider ist in den offiziellen Akten ist immer noch vermerkt, dass wir damit verwickelt waren. Wobei wir das schon längst widerlegen konnten. Das ist schon jetzt über 4 Wochen her und es ist immer noch in den Akten drin. Das muss bereinigt werden. In welchen Akten meinst du denn? Im Strafverzeichnis habt ihr doch gar nichts dazu drinstehen. Uns wurde gesagt, es ist geheime Akten wegen der, wie sagt man, nationale Sicherheit oder so. Mhm. Und das steht noch meinem Kollegen im Weg, dass er zur Bundeswehr kann. Richtig. Mir, um ehrlich zu sein, ist das scheißegal. Da kann drinstehen, was will. Du bist eh andersweitig beschäftigt. Passt alles mit dir und Bitcoin. Si, claro. Es geht gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut in deinem Job, Hermano. Ja, ist manchmal ein bisschen stressig. Das glaube ich dir. Das glaub verstehe ich. So, wartet mal, ich muss mal eben aus dem Funk, sonst verstehe ich euch dauerhaft nicht. Verzeihung, ich muss auch eben aus dem Funk. Ich habe keinen Funk. Amjada, das ist nicht schlimm. Sei froh, lieber. Ich weiß nicht, ob irgendwas aktuell, ne, weil ich ja schon jetzt länger jetzt kein Staatsanwalt bin, ne? Ja. Noch irgendwas bei der Staatsanwaltschaft. Aber du weißt doch, wie das läuft, oder nicht? Vorliegt. Die sind ja zwar in der Justiz, aber wenn die in irgendwelchen Ermittlungen sind. Ich weiß nicht, ob die... Sind sie nicht mehr. Die wurden fallen gelassen, weil auch nicht mehr nachgefragt wurde. Ich war auch länger nicht mehr in der Stadt. Ja. Und das wurde einfach alles fallen gelassen. Ja, Sancho, hören Sie mir zu, bis zum Ende zu. Mhm. So, das heißt, im System steht nichts drin. Steht keine Anzeige gegen einen von euch drin. Okay. In den Strafakten steht halt zum Teil was drin. Was steht da drin, wenn ich fragen darf? Ja, also der... Er ist schon zweimal im Gefängnis. Warum? Wofür was das denn? Gefängnis, Hermano? Warum das denn? Ganz genau. Wofür denn? Oh, können wir mal gucken. Also ich weiß, sie waren zweimal im Gefängnis. Einmal habe ich sie da sogar besucht. Oh. Hermano, die Akten müssen allen weg. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Das muss auch weg dann. Ich wusste gar nicht, dass da noch was anderes ist. Wir sind bereit. Die beiden Akten sind auf jeden Fall da. Ja. Und ich habe eine Akte, kann Hermano? Kann über den Justizminister beantragt werden. Ja. Sie Schmölecke oder wie heißt es? Smolnecke oder? Solmecke, genau. Solmecke, das eine ist, lass mich mal eben nachgucken. Moment. Ich meine, das wäre beides vom selben Tag, aber ich schau mal eben nach. Beides am 17.09. Einmal, Herr Sancho, haben Sie sich wohl gegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, da waren Sie dann 25 Hafteinheiten. Was? Okay. Ach du meine Güte, ja. Das ist ja das Gleiche gewesen, wo ich die Korruptionsvorwürfe hatte, die aber alle falsch waren. Und da sollte ich meine Waffe abgeben und dann gab es da ein Missverständnis. Und dann wurde ich da getasert und festgenommen, 2 Mal hintereinander direkt. Da, wo ich gefeuert wurde, weil das war aber ein unberechtigtes Feuern. Also das muss auf jeden Fall gelöscht werden. Ja, die Wurzel aller Akten, Hermano, die ist faul, verstehst du? So, pass auf. Das ist ja das eine an dem Tag. Das andere war dann illegaler Waffenbesitz und Beleidigung. Beleidigung? Beleidigung, das kann gar nicht sein. Warte, hast du schon mal überhaupt... Ich habe noch nicht beleidigt. Also ich lese ja nur, was... Aber ich habe dann, wenn ich beleidigt habe, dann nur, weil die Korruptionsvorwürfe falsch waren. Also passiert alles nur durch diesen einen miesen Vorwurf. Hat sich das alles dann so ergeben? Herr Sancho, hören Sie mir doch eben zu. Ob das jetzt damit zusammenhängt oder nicht, wegen der Beleidigung, wäre ja jetzt auch kein Problem in die Bundeswehr oder so kommen, ne? See, okay, aber cool. Mano, das muss auch alles weg. Es muss Beleidigung. Aber eine weiße Akte ist einfach geiler, weißt du, wenn da nichts ist. Eine weiße Akte müssen sie, wie gesagt, bei dem Herrn Solmecke, der ist für die Aktenlöschung zuständig,
Hermano, aber du brauchst mir auch nicht zu erzählen. Hermano, du weißt ganz genau, wenn du mit Solmecke redest und ein gutes Wort einlegst, dann ist die Akte gelöscht. So gut wie erledigt. Okay? Das ist das Krasse. Das erwarten wir. Der Herr Solmecke verlangt dann von mir die Gebühr und... wir zahlen die Gebühr. Wir zahlen die Gebühr. Achso, man kann das einfach bezahlen. Ja, logisch. Wie nennt man das in eurer Sprache? Ja, so. Wir sind keine geistigen Menschen. Mit dem Herrn Solmecke, der will das immer persönlich sozusagen, dass eine Besserung vorgegeben ist. Was halten Sie davon, Hermano, wenn Sie... Sie, aber lassen Sie mich das doch nur sagen. Ich will nur in Ihr Wort fallen, ganz kurz, um zu zeigen, was Sie sagen sollen. Hermano, wie wäre es, wenn Sie ihn anrufen und ihm sagen, ey, hör mal zu, soll mir gebrochen, da... Männer, zwei gute Männer, kenne persönlich, die haben schon lange nichts mehr verbrochen und aufgrund von einer fehlerhaften Tatsache, die ich selber auch mir bewusst bin, dass die Sache fehlerhaft ist, wollen die das gerne gelöscht haben. Kümmer, sei so nett, Hermano, und kümmere dich darum. So ganz wir einfach. Wir zahlen auch sehr gerne. Hör mir eben zu. So, Mac ist gerade nicht da. Ich guck noch mal im GPS, ob der gerade vielleicht doch da ist. Nee, der ist gerade nicht da. Die Sache ist folgendermaßen. Der Solmecke hat halt die Berechtigung als Justizminister, diese Akten zur Löschung zu geben. Wenn er das macht, sind die innerhalb von 2 Tagen auch gelöscht. So. 2 Tage? Ja. Ich wollte heute Abend die Ausbildung bei der Bundeswehr anfangen. Nein, die Ausbildung fängt bei der Bundeswehr sowieso erst am Samstag 16 Uhr. Samstag? Wurde mir von den Herrn Dorn und Herrn May gesagt. Ach so, ich hatte Spezial bei Herr Toast, das ist schon alles zivilgeleitet. Ich wurde nur von Herrn Toast hierher geschickt, einmal ganz kurz, die Akten jetzt ein für alle Mal beseitigen lassen, weil das alles ein großes Missverständnis war. Also gesagt, und Herr Sommer, der Herr Solmecke macht dies dementsprechend aber auch nur, wenn er ein Gespräch mit der Person hat, damit er sich von entweder, dass nichts weiter großartig vorgefallen ist, wegen längeren Zeitraum und dass er eine Besserung sieht. In Ihrem Fall, Herr Sancho, machen Sie keine Vorwürfe gegen irgendeine Polizeibeamten oder so, auch wenn es eventuell welche gegeben hat. Suchen Sie den Herrn Solmecke auf in den nächsten Tagen und sagen Sie ihm dementsprechend, dass Sie einfach frustriert waren, weil Sie ohne Begründung gekündigt sind. Ja. Und dass bei Ihnen da ein bisschen das Temperament hochgegangen ist und dass ein paar Situationen entstanden sind, die nicht glücklich waren, aber dass Sie sonst ja nie irgendwas großartig gemacht haben. Im Endeffekt sollte das ausreichen, dass er auch, denke ich mal, die geringste Gebühr verlangen wird. Absolut. Es würde sogar reichen, einfach, mir wurde gesagt, wortwörtlich, ich brauche grünes Licht von der Justiz und da soll ich meine Aktenlage kontrollieren. Wenn Sie sagen, Beleidigung ist kein Grund, um bei der Bundeswehr nicht angenommen zu sein. Waffen besitzen, das waren meine Dienstwaffen, die AK-47 war keine Dienstwaffe, außerdem haben Sie mir selbst, Sie hätten es als jemanden Bewusstlosen abgenommen, als Sie natürlich. Stimmt, ich erinnere mich, ja, das war smart von mir. Ja. Das war ganz und gar nicht smart von Ihnen. Ah ja, genau. Ja, so, ja gut, das war Notfall in der Situation, aber ja. Das ist aus dem Zusammenhang gerissen, Hermano. So. Also, Sie haben die Macht, einfach zu sagen, ja, grünes Licht und damit wäre alles erledigt. Nee, wie gesagt, ich bin eigentlich als Bundeskanzler in der Legislative, auch wenn ich im Justiz, sag ich mal, gelistet bin. Aber wir müssen aber doch zur Legislative, also die machen die Gesetze, Hermano. Ja. Dann machen sie ein Gesetz, das Max Sancho und Manolo Montana Narrenfreiheit hat. Aber was hat sie denn damit? Narrenfreiheit werde ich niemandem geben, Herr Montana. Hermano, ich mache nur Spaß. Aber wirklich, Sie können wirklich ein gutes Wort für uns einlegen. Das ist doch das Mindeste für die Vergangenheit, die wir hier haben, oder? Ja, ich kann auf jeden Fall, wenn ich den Herrn Solmecke spreche, auch vorwiegend erstmal nur um den Herrn Sancho, weil Sie wollen ja eh gar nicht in die... Bundeswehr. Sie, Hermano, aber wenn ich ehrlich bin, ich würde auch gerne alles gelöscht haben. Okay. Ich bin jetzt Unternehmer, Hermano, und wenn ich mit irgendwem ein Geschäft mache und ich weiß nicht, jetzt, das kommt auch mal vor, dass das jemand ist im öffentlichen Dienst, dann will ich nicht, dass da irgendwelche zu unrechtmäßig erhobenen Vorwürfe von mir in meinen Akten liest, die dann darauf schließen lassen, dass ich kein vernünftiger Mensch bin, Hermano. Ja, ich sag mal, Ihre Akten sind halt deutlich frischer. Oh, was hast du denn gemacht? Ja. Hermano, was wie frisch? Haben? Also, wir gehen mal zur ersten Akte, die ist vom 2.10. 2.10., Hermano? War ich da überhaupt hier? Da waren sie auf jeden Fall schon mal kooperativ. Gut gemacht. Und sie haben da 60 Hafteinheiten für Raubgeiselnahme und illegalen Waffenbesitz abgesessen.
Mierda, was? Ah, hermano, ganz kurz. Raub? Mierda. Geiselnahme und illegaler Waffenbesitz. Das klingt nicht gut. 60 Strafeinheiten ist auch ganz schön viel, finde ich. Also, das hast du mir gar nicht erzählt, Manolo. Stimmt, Touché, da haben sie mich, verdammt, ist so passiert. So, 2.10., das ist ja eine Woche her, okay? Das sind sie nochmal mit einer Waffe am 9.10. Und das, Hermano, das kann ich Ihnen erklären, sie? Ja? Da, das ist nicht der Fall gewesen, weil, Hermano, ich... Gut, keine komme ich auch mal hier rum. Bewaffnet. Hermano, es war nämlich so, ich habe einen Waffenschein, sie, den können Sie ja mal nehmen. Haben Sie den gesehen? Den hast du dann noch nicht erhalten, ja, ich sehe den doch, hier, kriegen wieder. Den hatte ich. Aber es gab einen bürokratischen Fehler und der wurde nicht im VPS eingetragen. Der kleine Eo de Puta, wirklich, über den habe ich kein gutes Wort zu verlieren, von morgen. Hermano, kennst du noch morgen, den du gebaut hast? Ja, oh mein Gott, der wird noch dieser brennen. Dieser kleine Idiot, dieser... dieser kleine... ja, im metaphorischen Sinne gesprochen. Sprachgebrauch ist ein bisschen komisch. Das ist ja. Sprachgebrauch. Ich sag das Hermano, so. Hermano, der Typ sagt zu mir... Komm, wir gehen zum PD und klären das. Was macht er? Der drückt mir da eine Strafe rein und wirft mich hinter Gitter. Ja. Sieh? Und das war nämlich das Problem. Das mit den Waffen. Okay, dieser Raub, Geiselnahme und Überfall, das ist passiert, Hermano. Aber da hatte ich einen schlechten Tag. Meine Frau hat mich verlassen, Hermano. Da hatte ich einen schlechten Tag. Aber alles andere ist wirklich nicht passiert so. Ja, das andere war ja nur ein illegaler Waffenbesitz mit VPS-Problem. Pass auf. Sieh, klar. Ich denke mal, das Problem ist ja im Endeffekt, dass deine erste Akte was ganz anderes ist, halt, wo du halt gesagt hast, hattest einen schlechten Tag. So, der Herr Solmecke wird das jetzt nicht diesen Monat auf jeden Fall löschen, weil es erst diesen Monat stattgefunden ist. Die andere, ja, das war am 3. oder 2. war das nicht am 1. Hermano? Es war am 2. steht das drin. Das war am 31. Das wurde nur spät eingetragen, glaube ich, Hermano. Ja, ja. Aber pass auf. Was ist gegen eine höhere Gebühr? 31. Ja, pass auf. Wenn, dann wäre es am 31. Wie gesagt, ihr solltet beide bei dem Herrn Solmecke vorstellig werden. Ich kann dann gerne dabei sein und das bezeugen. Sie, bitte. Dass ihr eigentlich jung seid. So, dass ihr da stressige Tage habt. Aber der will sich halt einmal immer persönlich Augenbild davon machen. Und da kann man das auch löschen. Ehe er das Geld von uns annimmt, richtig? Ja, der bespricht mit euch dann. Der will halt sehen, dass die Besserung ist. Und wenn er sieht, dass ihr da einen vernünftigen Eindruck macht und nicht Aussagen macht, wie der wird noch brennen, ne, Herr Sancho? Das war bildlich gesprochen. Ja, da müssen wir einfach ein bisschen auf den Sprachgebrauch bei Herrn Solmecke, sonst versteht er das falsch und wird die Akte nicht zustimmen. Hermano, Sie müssen verstehen, wir haben mit Herrn Morgan einen Urlaub geplant, Sie? Und der Typ, der will immer nie Sonnencreme auftragen, deswegen der Sprachgebrauch, er wird noch brennen. Sowas wie Sonnenbrand, nicht sowas wie... Sowas wie, er wird den Urlaub genießen, er wird noch brennen, das sagt man so bei uns. Ja, okay. Passt auf, aber wie gesagt, da müssen Sie mit den Herrn Solmecke einmal sprechen. Ich kann dann gerne dabei sein und dann auch noch ein positives Wort darüber verlassen. Sehr gerne, sodass er sieht, dass dann deutliche Besserung ist. Sehr gut. Aber da müssen Sie erstmal mit ihm sprechen einmal. Ich weiß nicht, wann er, ob er heute, ich glaube, der wird heute nicht mehr in den Dienst antreten, weil er wahrscheinlich schon auf dem Weg ist zu einer Tagung im Ausland. Wenn er morgen da sein sollte, könnten sie natürlich auf ihn zugehen. Ja. Aber ich weiß da nicht, ob ich dann schon zeitig da bin, weil ich werde morgen erst etwas später halt wieder einreisen können. Weil ich Gespräche in den Niederlanden habe. Oh, okay. Ich verstehe, Gespräche in den Niederlanden, ich sehe. Ah, okay, gut. Wie heißt das, Hermano? Bulldog, sie? Im Bulldog hast du ein Gespräch. Keine Ahnung, was das Bulldog ist, aber ich muss auf jeden Fall in die Hauptstadt und da einmal mit den Regierungsvertretern sprechen. Gut. Ich habe mir den Donnerstag meistens reserviert. Sprechen Sie, so wie ich mit Ihnen spreche, Sie. Oh, da liegt, das ist auf dem Schreibtisch jetzt. Auch Verbot, selbst eine Zigarette könnten Sie hier. Hermano, ich bin... keine Sorge, das ist keine Zigarette. Ja, es ist was zu rauchen, das reicht schon, Jungs. Okay. Ich bin tatsächlich, wie sagt man, ärztlicher Attest. Ich habe das auch schon mit den Kollegen geklärt, die haben mir das erlaubt, die... Wie heißt der Hausmeister? No, nicht Hausmeister. Inspektor, Hermano, Inspektor. Okay, passt auf. Also wie gesagt, sprecht mit Bäumecke, ich kann dann gerne dazu, um nochmal ein gutes Wort für euch da einzulegen. Dann kann er da auf jeden Fall das Go geben und dann, wenn er das Go gibt, auch wenn es dann noch ein paar Tage dauern sollte, bis es gelöscht ist, kann ich, sobald ich das von dem Herrn Solmecke auch nochmal erfahren habe, auch gerne den Herrn Toast mitteilen.
Für Sie, könnten Sie jetzt schon den Herrn Toasters mitteilen, dass wir mit Ihnen gesprochen haben? Ja, genau, aber dass wir jetzt zumindest mit Ihnen gesprochen haben und dass das alles noch geklärt wird. Dass das in wir sind sehr kooperativ. Dass es in Erklärung ist, ja, aber das heißt ja nicht, dass der Herr Toast möchte ja, dass das erledigt ist. Und erledigt ist es erst, wenn mit dem Herrn Solmecke darüber gesprochen worden ist. Hermano, so oder so, ich brauche unbedingt Ihre Nummer mit. Ja, das können wir gerne machen. Du dir auch auf, bitte. Ich. Also 0, das reicht, wenn du sie hast, Manolo. Okay, klar. Ja. 5-2. C. 706. Hermano, ich hoffe, Sie sind nicht so wie der Toast und sind immer auf Stumm. Manchmal bin ich auf Stumm, aber dann nur, wenn es Gespräche halt sind. Ah, okay. Weil es ist ja blöd, wenn ich zum Beispiel mit Ihnen rede und auf einmal klingelt die ganze Zeit das Telefon. Ja, das werde ich. Da kann ich mich nicht konzentrieren und das wegdrücken mag ich auch nicht so. Dankeschön. Dann können Sie Herrn Toast nur mitteilen, dass wir gesprochen haben. Das würde schon erstmal reichen. Sie. Weil die Kleinigkeiten sind Herrn Toast egal. Es geht nur um die Korruptionsvorwürfe und die sind ja eh nicht offiziell gelistet. Ja, also, wie gesagt, also da sind Sie sich sicher, Sie, dass es da keinen Akt gibt. Ich habe auf jeden Fall keine offenen Sachen. Ob was bei der Staatsanwaltschaft oder der Richterlichkeit ist, das weiß ich nicht. Das ist ja dann schon über 5 Wochen her, niemals, als ob die da einfach rumliegt. Und sie sind nicht offiziell angetreten. Ich kann Ihnen garantieren, ne? Weil der Richter und die Staatsanwälte sind im Verfahren keine Informationspflicht unterstellt. Mhm. Aber Hermano, wie ist denn das gesetzlich? Sie sind ja Legislative, Sie kennen sich mit Gesetzen aus, Sie? Mhm. Wie lange darf denn so ein Fall offen gehalten werden? Wie lange müssen unsere öffentlichen Wochen. Steuern... Sechs Wochen, ist schon 6 Wochen her, super. 6 Wochen, allerdings 6 Wochen nach dem Geschehen muss das nur beim Richter vorliegen, theoretisch. Und jetzt liegt ja nichts vor. Das weiß nichts vor. Der Richter ist über 6 Wochen her, liegt nichts vor, bumm. Pass auf, der Richter... Der smart, Hermano. Der Richter, ich weiß nicht, ob was beim Richter vorliegt, das habe ich gesagt. Wenn beim Richter nichts, das, und der ist mir nicht Informationspflicht. Der Richter ist komplett neutral und hat niemanden Informationen darüber zu geben. Okay. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für Ihr grünes Licht und dann klären wir alles weitere mit Herrn Solmecke. Ich habe Ihnen kein grünes Licht gegeben. Ich habe gesagt, Sie können das auf jeden Fall machen. Wir haben gesprochen. Mhm. Wenn Sie das mit dem Herrn Solmecke geklärt, ist das mit den Akten geklärt. Ah, Hermano, von ihm habe ich auch nicht die Nummer von Solmecke. Ja, dann müssen Sie an Herrn Solmecke. Das ist ja auch hier vor Ort. Das kann ich Ihnen versprechen. Ja, das sagen Sie mir nicht. Ich muss jetzt immer im Wartezimmer Platz nehmen, bis die das verdammte Solmecke Zeit für mich hat. Ja, genau, das ist nicht gut. Können Sie mir sonst irgendwie ein Schreiben mitgeben, dass wir gesprochen haben? Ich kann dem Herrn Toast auch selbst mitteilen, dass wir gesprochen haben und Ihnen da mal kurz Informationen geben. Ja, das ist super. Einfach nur, dass wir gesprochen haben. Ah, ich glaube, es ist... Es ist soweit. Server Restart, Mann. Das klappt. Ich schaff das. Ich komme in die Bundeswehr. Keiner muss sich so anstrengen wie du. Echt? Die nehmen jeden Verbrecher ohne Nachfrage. Also ich brauche eigentlich jetzt schon die Doppelbeförderung. Gestern haben die 26 Randoms eingestellt, weil die dringend Leute brauchen. Ach du Scheiße, echt? Soße und Heeres haben bei der Bundeswehr. Heeres Akten. Ja, what the fuck? Wieso ist der angenommen? Der hat 7000 Mal eine Bank überfallen. Und ich hatte meine Dienstwaffe dabei, weil ich gefeuert worden bin und sie noch nicht abgegeben habe. So ein Scheiß. Und da bin ich sauer geworden und bin mal ausgerastet. Zack, zwei Eintragungen im Strafregister. So Scheiße. Mann, ich will zocken. Weil die gute Kontakte haben. Ich habe jetzt auch Kontakte. Bitte zum Kali-Kartell in deinem Fall. Ja, da kann ich immer noch hin. Ich will da ja auch ein bisschen für die da sein. Das geht ja klar. Hallo? Hallo? Mainzer, grüß dich. Wo bist du? Wie, wo bin ich? Ich kann dich nicht sehen. Ich bin hinter dir. Hinter dir, hier. Hier ist keiner im Raum. Hallo? Och, ich bin hinter dir. Hallo? Ja. Was macht ihr hier? Wir stehen beide gerade hinter Max. Er sieht uns nicht. Ach du Scheiße. Ihr seid einfach im Discord. Scheiße. Ich habe dreimal hinter mich geguckt. Endlich hast du zurückbekommen. Endlich. Scheiße, der hat's gesessen, ja. Smart. Smart, nicht über den Teamspeak zu kommen, sondern über den Discord. Geil. Ja, ich dachte, wo mal ihr quatscht hier gerade, weil der Server ja irgendwie offline ist. Ich bin wieder drauf. Ich bin eigentlich hochgekommen, weil ich gedacht habe, ihr quatscht hier gerade. Ich hab hier gechillt, ich wusste gar nicht, dass ich im Discord bin. Ist so chillig. Geil. Okay. Was geht bei dir, Sebo? Was ist deine Rolle? Bundeswehr, Digga. Wir fahren zusammen Streifen. Ach, gerade. Digga, ihr seid die ganze Zeit Bundeswehr. Da werden Leute angenommen, jeder. Ich habe einmal einen Beamten beleidigt und werde jetzt deswegen nicht angenommen, wie so ein Scheiß. What the fuck? Ah, wir müssen uns treffen und dann, ich zieh da durch mit dir. Ja, mach das. Bis gleich. Tschüss.
Hallo? Moin, moin. Alles gut? Ja, ja. Warte, ich bin noch nicht ganz da. Das ist Ihr privates Outfit? Nee. Ich habe schon versucht, die mal wegzuschmeißen, aber die kommt immer wieder. Die hängt irgendwie an mir. Ich nicht an ihr, aber die an mir. Okay. Ja, privat kann ja jeder machen, was er möchte. Das ist ja kein Problem, auch als Bundeskanzler. Ja, aber okay, die beste ist klar, die gehört ja zum Dienst. Aber diese komische Maske, die habe ich schon versucht wegzuschmeißen. Die kommt immer wieder, wie ein Boomerang. Die kommt immer wieder. Ist ja auch nicht schlimm. Nö, ich trage die eigentlich auch nie, aber geht mir halt auf den Sack, dass immer, wenn ich wach werde, das Ding wieder zurückgekommen ist. Korrekt. Hast du wieder deine komische Maske angehabt, oder was? Ja, natürlich. Okay, gut. Wo waren wir? Ja, Sie schreiben Herrn Toast einfach eine Nachricht, dass wir geredet haben. Und das war's. Das Problem ist, bei der Bundeswehr sind auch Leute, die haben irgendwie schon 8 Banküberfälle und alles mögliche gemacht. Die haben die dicksten Strafakten, die man sich vorstellen kann. Wer denn? Ja, Herr Heeres zum Beispiel. Ja, Heeres und Sousa spreche ich nicht drüber. genau. Wie können die bei der Bundeswehr sein? Und ich war sogar Oberkommissar Sancho von der Polizei. Sie waren Kommissar. Ja, also Oberkommissar wurde mir schon versprochen. Okay, von wem? Markus Adams. Dann ruf ich mal an. Ja, das ist ja ewig her, da erinnert er sich bestimmt nicht dran. Das ist schon lange her. Ja? Wir können ganz offen reden. Sie brauchen nicht prahlen oder so. Wenn Sie aber irgendeinen Scheiß labern, ich krieg das schon raus, ob das scheiße korrekt. Ist. Ja, Sie haben schon ein paar Kontakte, ja? Ja, ja. Also da können Sie fragen, jeder von den Polizeipräsidenten, den kann ich ganz schnell erreichen. Richtig. Ja, dann ist gut. Dann frage ich ja nochmal genau nach, wie das damals war. Ja, oder Sie lassen einfach die Vergangenheit erstmal sein und genau. Erzählen nicht sowas, okay? Richtig. Alles Hola. Klar. Hola, ¿qué tal? Hey. Está bien. Ah, okay. Und du? So. Gut, dann haben wir's. Wie ich gesagt habe, Sie gehen nochmal auf den Herrn Solmecke zu und der soll mich dann auch dann dazu holen und ich werde mit dem Herrn Toast einmal drüber sprechen. Wunderbar, dankeschön. Okay, alles klar. Ciao. Merda, ich habe diese Gespräche vermisst. Ja, wir haben es aber richtig gut gemacht. Das haben wir sehr gut gemacht. Hola, sind Sie Solmecke? Nein, ich bin Staatsanwalt. Dann Sie ab, Hermano. Ich habe mich verlaufen, glaube ich, Hermano. Das ist nicht der Ausgang. Wir laufen in die falsche Richtung, peinlich. Ja, da wo sind wir denn gekommen? Hier. Das ist die letzte Tür, das wird hier sein, ne? Hier ist es. Ah, okay, klar. Mierda. Und meine Waffe mit meinen Augen. Mierda, die haben mich. Wo ist das alles? Hat sich das erledigt? Hat sich alles erledigt? Vielen Dank. Sehr aufschlussreiches Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wie war Ihr Name, Hermano? Heisenberg, top Mann, Hermano. Top. Danke. Dankeschön. Ah, Heisenberg. Ja. Hermano, ich weiß, das ist natürlich nicht Ihr Job, aber haben Sie vielleicht jemanden, der mich kurz zur Garage fahren kann? Ganz kurz, ein Auto. Der ist es. Sieh, der war mir auch so sympathisch. Der kann sehr gut fahren, der fährt immer. Gucken Sie einfach kurz weg. Ja, okay, nur weil es gerade eine Sonnenwende gab. Sieh, Hermano. Danke. Was für eine Garage ist aber das? Aber nur mit hier in der Nähe, Hermano. Okay. Gleich um die Ecke. Oh, ich liebe die Justiz. Cool drauf. Die Justiz ist echt cool drauf, die haben ein paar coole Leute. Spray, der ist ganz cool, der ist cool irgendwie, finde ich. Wir machen ja wenigstens richtige Ausbildungen. Richtig. Nicht wie bei der Polizei, ja? Polizeikatastrophe, spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich habe noch nie eine Ausbildung gemacht, ich war Oberkommissar. Oberkommissar ohne Ausbildung. Ich konnte noch nicht mal eine Strafakte gucken und jemanden festnehmen. Ich kann doch nicht mal ein Auto mir aus der Garage holen. Wie lange dauert das, bis was verjährt hier? 6 Wochen. Keine Ahnung. Sage dir 6 Wochen. Nicht. Alter, das ist ja fies, dass das hier hängt. Ich hab grad so Hunger. Bacon Triple Cheese Melt. Und ab in Atom. Fuck. Für 2,45? 2,45. Plus Tax. Dann 10 Slice, Hermano. 10 Slices.
10 Fleischstücke für 2,45. Hermano, das ist gar kein Fleisch. Das ist richtig geiles Fleisch, Mann. Ich markiere es, sie. Jo. Danke Ihnen, Reisemann. Vielen Dank. Immer versuchen, ein echt schönes ganz Auto, Hermano. Das ist ein Import, sie. Das ist ein Import, ja. Sie, das ist das kugelsicher? Nein. Gut zu wissen. Okay, ist jetzt gut zu wissen? Nee, einfach, falls dass wir jetzt theoretisch angeschossen werden können. Ich bin nicht komplett sicher. Oh nein, nein. Ich wüsste jetzt auch nicht warum. Hermano, guck dir mal den Sternenhimmel an hier in diesem Auto. Wie geht das? Du musst drinnen gucken, Hermano. Ah, stimmt. Wie gesagt, war eine Ausnahme, dass es jetzt gerade eine Sonnenwende gab. Sie, vielen Dank, Hermano. Ausnahme, sie. Ich habe gerade ein Auge zugedrückt. Na, meinerseits eine Ausnahme jetzt. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Fahrt. Problem. Guten Tag noch. Ich hab was aus. Tschüss. Oh Gott, was ist das denn? Hermano, aber dann lass mich wenigstens fahren. Ja, da ist das. Ich erinnere mich an das letzte Mal, wo du gefahren bist. Ja, da hatte ich aber auch 1700 PS, das war mir zu viel. Das Ding hat ja nicht 1700 PS, oder? No, da musst du dir wirklich Mühe geben. Ach, es hat Frontantrieb. Das hat Frontantrieb. Hermano, von mir aus, fahr es danach in den See, aber fahr uns erstmal hier weg. Oh Gott, das ist Topspeed. Ich hab markiert, wo meine anderen Autos sind. Das ist durchgehend Topspeed. Wie viel hast du dafür bezahlt? Das ist Topspeed. Ja, ein Apfel und ein Eis, sieh. Mehr, da kriegt man ja Kopfschmerzen, Mann, verdammt, bei dem Auto. Wenn du ein Auto an der Straßenseite siehst, lass uns das gucken, Merda, was ist das denn? Wir brauchen oh Gott, das Handling. Wir brauchen unbedingt reine Achsen, Mann. Front? Ja, es ist wir brauchen auf jeden Fall keinen Frontantrieb. Wo ist mein Auto eigentlich? Ja, da, wo ist dein Auto? Sieh, warte mal. Hermano, ich markiere hier rechts. Wieso sage ich das so schnell, Mirda? Wir haben noch 2 Minuten Zeit gehabt. Ja, mit dem Auto. Ich denke, ich fahre schnell, aber es ist einfach nur 60 km/h an der Spitze. Hier ist dein Auto, glaube ich. Ja, sicher? Das war letztes Mal, wo du hier warst, glaube ich. Das Auto kann nicht mal driften. Scheiße. Aber das ist ein geiles Auto, weil da ist es scheißegal, wenn man das verliert. Das ist auch gut. Stehen lassen. Einfach stehen lassen? Ich will nicht mal Waffen, das gibt's doch nicht. Na, da muss ich hin, ja. Oh, ja. Das ist es doch. Rest den habe ich vermisst. Mann. Ja, das ist es. Wohin? Markiere, Mann. Wollen wir zurück zum Anwesen von uns? Oder hast du noch was vor? Bist du sonst zu Toast kurz, oder? Ja, lass kurz zu Toast. Okay, dann lass noch kurz zu Toast. Ja. Ich hoffe, meine Männer geht's gut mir da. Also. Nicht, dass die sauer sind auf mich, ja? Okay, krass. Das wusste ich jetzt gerade nicht. Hast du aber ich hab früh gebremst, hast du gesehen, ne? Si, claro, du konntest gar nichts dafür, das war die Zeit. Ich fahr auch irgendwie zu schnell für innerorts, oder? Ah, oh, nicht unbedingt. Hermano, Blitzer! Ach, come on! Ich hab 2 Kilometer lang gebremst! Ich habe schon vor der Kurve angefangen zu bremsen. Hermano, ich habe auch schon viel Geld dafür ausgegeben. Ist das nicht Artos? Warte mal. Ah, oh, no, mierda, das ist irgendein Typ. Was für ein Typ, Hermano? Gib dir 500, dann liegst du am Boden. Entschuldigung. Hey, du Arschloch, verpiss dich, Digga! Der Typ ist ja nicht gut drauf. Oh,
Das. Das war nur das Sally. Kein Problem. Wie schieße ich nochmal ab? Mit deiner Nummer 9 Lampettmuskel. Ja, super. Mahlzeit. Hola. Merda, wir reden mit dir. Wo bist du? Was willst du? Auf die Schubsen, Junge, guck mal. Er redet vernünftig, Hermann, und du weißt nicht, wer vor dir steht. Ich weiß nicht, wer vor dir steht. Hallo. Hallo. Ist der Toast gerade da? Der ist, soll ihn sprechen. Da. Also sein Mercedes steht vorne. Hier. Hallo, er ist hier draußen bei seinem Auto, oder? Jo, er ist gerade weggefahren. Echt? Haben Sie ja Toast gesehen? Den soll ich sprechen. Nee. Aber ich hab gerade was weggefahren. Ich hab was für Sie, was ich gerade bekommen habe. Ja? Das ist bestimmt ganz wichtig. Ich hab gerade jemanden abgenommen. Das ist ganz lustig. Mein Vato will gleich anfangen. Max Sancho. Ich hab gehört, ihr nehmt jetzt jeden auf. Ja, gefühlt echt. Kann er sich vorne aufstellen. So. Das ist ganz lustig. Hey, also, kannst du für ihn ein gutes Wort einlegen? Der Bundeswehrsoldat hat mir gerade einmal Meth gegeben. Das ist eine Lüge. Einmal was? Das Meth. Ist eine Lüge. Meth. Das ist eine Lüge. Meth mit PF. Jo, oder mit... Du kommst jetzt mit, ja? Der heißt auch Heisenberg? Es gibt zwei Heisenbergs hier. Und sie haben mich nicht... Ey, Digga, verschwinde. Das ist nur ein Joke, Alter. Ich nehme die ab. Entspann dich mal. Dreh ich um. Wo sind denn seine Hände, ja, Hermano? Gib mir das erstmal. Siehst du das, Wato? Die nehmen sogar Leute ohne Hände, Hermano. Ist egal, nehmen ja. Die nehmen wir mit, die Rolling, komm. Nee. Einmal bitte. Ja, doch. Hallo. Ich, mein Name ist Big Sauce. Da gebe ich gleich unten Bescheid, dass du das gerade. Mann, Alter. So. Seinen Taser. Einmal eine Personenkontrolle, ja? Reden Sie sich mal um. Oh, ich hab... Schau mal, was Sie dabei haben, ja? Mir wurde 35 Meth gegeben. 35 mal Meth? Ah, da muss ich Ihnen leider Handschellen anlegen. Sosa, hermano, was soll... Sosa, Mann, der will zu euch beitreten, du kannst ihn doch nicht... Warte mal. Sosa, der will doch bei euch beitreten, du machst deine Zukunft kaputt. Ja, alles gut. Also ich muss auch ich muss ehrlich sagen, eins habe ich gegessen. Oder mir reingehauen. Eine hast du gepoppt. Hermano, ja. Was kostet das? Sag mir einfach, du hast einfach Meth gegessen. Und was macht man denn damit? Ich hab's gepoppt. Ja, man poppt sich einen ganzen... Nein, man poppt das nicht. Kannst du machen, wie du willst. Kannst du auch durch die Nase ziehen. Echt? Kannst du Scheiße... Ja, kannst alles mitmachen. Sosa, was kostet das, damit wir das wissen? Was? Was kostet das, dass wir das vergessen, Hermano? Keine Ahnung. Ey, yo, guck mal, wen ich dabei hab, Olaf. Ja, da lass ihn los, Hermano. Ey, Olaf. Was ist hier los, Alter? Hey, der hat mir gerade ein Meth reingepoppt. Was? Geht mit meinem Kollegen nicht mit dir. Oh, Mann. Was ist los, Olaf? Soße. Der Typ hat 35 mal Meth dabei. Das ist ein Missverständnis, Hermano. Kollege. Das hat er mir gerade gegeben, der mit der blauen Mütze. Hallo, Kollege. Sie, Olaf. Kannst du dich bitte einmal bei... Wir sind hier in der Bundeswehrmaßnahme. Stell dich mal bitte einmal rüber. Ey, Olaf, Hermano, lass du bei der Bundeswehr, Hermano? Er ist Praktikum. Einmal bitte rüberstellen. Hermano, dein Ton ist zu laut. Ich mache das ja. Alles gut, Hermano. Aber das ist trotzdem ein Missverständnis. So. Ey, Olaf, lass mal zur Garage und den mitnehmen. Ja, wir nehmen den mit. Hermano. Warum? Kollege! Hilfe, ich werde entführt! So, du hast mir jetzt so verdammte Scheiße. Wenn du hier weiter rumschreist, Hilfe, du wirst entführt, dann knall ich dich verdammt nochmal den Kopf in deine... Bist du nicht bei der Bundeswehr? Bist du ein Soldat? Ja, ich bin bei der Bundeswehr. Achso, genau. Und da... Achso, das wusste ich gar nicht, dass ihr da auch Leute festnehmt und unter Drogen sitzt. Ihr seid nicht korrupt, genau. Hermano? Nein, also, wir sind nicht korrupt. Ganz kurz, Bruder, ich versuche höflich zu sein.
Was verstehst du daran nicht, dass du drüben auf der anderen Straßenseite warten sollst? Ich? Ja, du. Ja, genau. Manu, ich bin nicht. Hier ist eine. Mit meinem Wart, du. Ja, aber hier ist ein Bundeswehreinsatz gerade. Mann, Hermano, wir kennen uns doch. Woher kennen wir uns? Ich hab dich noch nie gesehen. Merda, wir haben letztens 2 Stunden, habe ich zugehört, wie wir da bei TOS gesprochen haben, mit deinem Vergleich mit Boxer. Merda, weißt du das nicht? Ach, da warst du dabei. Si, claro, Hermano, ich bin von Bitcoin, sei Vato. Der mit so, ja, okay, dann. Du mit deinem Rentnerkopf kriegst auch nichts mit, Alter. Halt die Schnauze, mich so, Alter, sonst gebe ich dir einen Arschbohrer. So, ey, hol mal eine Karre raus. Ich? Ja, ja, lass den Platz und laufen. No, okay. No, Hermano, bitte nicht. Hilfe, Hilfe, ich werde entführt! Schnauze, ich hab doch gesagt, ich werde den Kugel in deinen Kopf. Ich zahle, Hermano, was kostet das? Was? Der kleine Wichser ist was wert? Claro, Hermano, das ist mein Vato. Wow, mein Vato. Ist das für ein schönes Auto? Warte mal. Guck mal, Vato, die haben das gleiche Auto wie du hier. Ja, gute Wahl. Ey, 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 Soße, warte kurz hier, ich hol ein Auto. Okay. So, du hörst mir jetzt zu, ja? Mhm, mhm. Soll ich dir erstmal die Handfesseln abnehmen, damit du dich besser bewegen kannst? Ja. Nee, mach ich nicht. Okay. So, wie heißt du? Max Sancho. Warte mal. Ich wollte mich gerade bei der Bundeswehr bewerben. Jo, warte, warst du nicht mal bei der Bundeswehr? Nee, bei der Polizei. Oberkommissar Sancho. Du gekündigt, oder? No, Hermano, wir wurden zu Recht gekündigt. Das ist wichtig. Mhm. Das Unrecht davor. So Unrecht gekündigt, das haben wir schon durch. Unrecht? Mhm. Herr Sommer hat da korrupte Dinge abgezogen und uns alles in die Schuhe geschoben. Hat dann aber alles zugegeben und wurde umgebracht. Und jetzt sind die Akten verschwunden. Warte mal, du Wichser bist doch selber korrupt. Was willst du mir erzählen, Alter? Wie ist ja. Ich kenne die Geschichte auf den Straßen nicht, hä? Welche Straßengeschichten? Ich war monatelang bei dem Platz. Und da warst du zum Beispiel auch da und hast von deinen Plänen erzählt. Ah ja, aus dem wurde nichts. Ich war gerade 3 Wochen im Keller eingesperrt bei der Bundeswehr im Treppenhaus in so einer Abstellkammer. Was hast du da gemacht? Ja, ich kam nicht raus, das Treppenhaus. Also es soll irgendwie. Also Brandschutzverordnung waren da katastrophal. Ich kam da nicht raus. Willst du den jetzt wirklich zu Platz bringen, Sosa? Ich nehm den erstmal mit, Mann. Kann nicht sein, dass er Mef dabei hat. Warte mal, wer ruft mich an? Sepp. Warte mal. Sepp hast du, glaube ich, sogar noch. Ey, oh, weißt du, wen ich hier gerade habe? Bei einmal kannst du raten. Nein. Nein. Ja, es ist eine Frau. Ganz genau deine Schwester. Richtig geraten. Nein, nein, ich habe Max Sancho bei mir. Doch. Ja, ja, der ist wieder da. Ich weiß nicht warum, Mann. Mit denen hatten wir noch eine Rechnung offen, ne? Ja, ja, ich hab den bei mir in Handfesten dran. Ich bin gerade bei der Platz. Hab ich nicht für die Platz gearbeitet? Und gesprayt und Leute entführt? Jo, wer hat mit dir gerade geredet? Manolo. So, ich bin bei der Platzhut. Da ist eine ganz, ganz große Rechnung offen, ganz genau, ja. Yo, Sancho. Ja? Du hast ein bisschen viel Scheiße gebaut, bevor du gegangen bist, oder? Nee, ich hab alles für die Platz gemacht. Ich wollte bei dem Platz anfangen. Nur bei dem Platz anfangen? Ja. Ich hab Autos zurückgebracht. Ich hab übel viel gesprayt. Soll ihn freilassen. So schnell sieht man sich wieder, Herr Sancho, hä? Aha. Wunderschönen guten Abend. Ihr werdet nie vergessen, wie sie mir unten im Gefängnis was geklaut haben und es dazugegeben haben. Und ich muss noch länger drin sitzen. Jetzt habe ich sie endlich, sie Mistschwein. Ach so. Das ist doch Vergangenheit. Das ist ja über 6 Wochen her. Das ist ja verjährt. Ja, das ist gar nichts verjährt in meinem Schild. 6 Wochen, das ist doch genau der richtige Moment, sich hinzusetzen am Feuer, 1, 2 Bier zusammen zu trinken und über die Vergangenheit zu lachen. Deswegen habt ihr auch keinen Erfolg mit eurem Kartell. Ich mache das anders. Hermano, jetzt werd nicht unhöflich, bitte. Aber das liegt mir nah. Was? Wie lange hält denn so eine Portion, die ich konsumiert habe? Bist du immer noch drauf, oder was? Ja. Was für eine Portion hast du Speicher? Der Kollege hat mir eine kleine Portion verabreicht, die habe ich mir dann gepoppt. Und seitdem ist... Was hast du ihm eine gegeben? LSD? Er ist dann gepoppt, Alter. Und wenn ich das einmal gesagt habe. Hast du ihm LSD gegeben, oder was? Christel, dem Depp gibst du Christel? Ja, Olaf! Bist du deppert, oder was? Um Gottes Willen. Ich bin hier vorne bei der Platzhut. Ja, ist doch nur 100 Meter, du Wichser. Komm her. Bis gleich.
Scheiße. Soll ich ihn in eine Karre tun? Nein. Ja, ja. Wir nehmen den mal ein bisschen mit, ja? Ja. Darum geht's gar nicht. Es geht um die Aktion an sich, Wurst. So sah auch noch eine Rechnung mit dem Offen. So. Digga, ich kann nicht aussteigen, warte mal. Was geht? Boah, mach mal die Karre auf. Was ist denn das für eine Karre? Ey, Olaf, was geht? Moin. Moin. Oha, neu oder was? Ja, alles neu. Gut, alles gut. Kann ich mal Test fahren? Boah, Olaf, ja, wir haben jetzt einen Gefangenen. Sir, Manu, hin, ich hol dich hier raus. Was macht ja? Du hol mich hier raus, Manolo. Ich noch nicht. So, cool. Einmal bitte, ich bin auch Dings. Nee, Kollege, ey. Olaf. Geht's doch oder was? No, nicht schlagen, Hermano. Digga, wenn du noch einmal versuchst, in mein Fahrzeug einzusteigen. Ihr habt meinen Kollegen eingepackt, Hermano. Das ist nicht dein Kollege. Den Kollegen kennen wir schon seit ein paar Wochen. Mit dem haben Soße und ich schon eine Rechnung offen. So, sonst du steigst nicht ein. Ey. Ich knall dich ab. No, nicht abknallen, Hermano. Ja, dann weg da. Hermano, nicht abknallen, mir da. Hilf, ich werde entführt. Wie oft habe ich Olaf gesagt, dass du in deine Fresse knallen, wenn du es nochmal machst? Ich habe damit nichts zu tun, ich bin nur Fahrer. Bitte vom Auto einmal wegtreten. Taxifahrer. Manolo, hol Hilfe! Manolo, hol Hilfe. Da, wo wir hinfahren, brauchst du gar keine Hilfe. Jetzt wird's im Mund. Mist. Wo wollen wir hin? Herr Sancho, gucken Sie mal rüber, bitte. Ich hab was für Sie. Sepp, was hast du vor mit ihm? Erstmal muss ich rüber schauen. Los, dann wollen wir mit ihm an den Hafen fahren, oder was? Ach so, ja, Mittelfinger. Ich sehe wahnsinnig verschwommen. Ich repariere noch mal ganz kurz die Karre. Ja. Aber Olaf, hast du einen richtig guten rauen Ton mittlerweile bekommen, das gefällt mir. Ja, nee, Digga, wie ist der Kollege von ihm nochmal? Manolo, ey, oder? Manolo, ja, Montana. Ja, das ja, glaube ich auch. Ist ja in Ordnung, dass er, aber Bruder, wir haben ihm ja jetzt mehrfach gesagt, was Phase ist. Ja. Dann braucht er ja nicht, Digga, er versucht in mein Auto einzusteigen. Ja, da gibt's ein paar Bugfutzen. Polizei, pass auf. Oh, Mann, ja, da hätte ich jetzt rufen können. Ja, dann da hätte ich auch nichts. Da hätte ich Kugel im Kopf. Auf deinem Mund geklebt, Alter. Ja, das stimmt auch wieder. Ich mochte ihn nochmal drauf, dass er ein bisschen ruhiger ist. Nicht bei der Bundeswehr vorbei. Warum nicht, Digga? Wir sind doch rechtschaffene Bürger. Oh, er hat doch jetzt Klebeband auf dem Mund. Hilf, ich werde entführt! Du hast Klebeband auf dem Mund, ansonsten hast du gleich mal eine Knarre in deinem Mund. Hast verstanden, du Wichser? Ey, Mann, Alter. Ich sag's doch! Nicht bei der Bundeswehr vorbei! Warum nicht? Nee, alles gut. Der Klebeband, der hat jetzt die Fresse. Servus. Ich klär das. Moin, alles entspannt. Alter, nix ist entspannt. Oh, Zicken. Wer war's? Herr Burmann. Ach so. Ja, ich mach. Bin ich zu schnell gefahren? Zu schnell und wir haben einen Hilferuf gehört. Herr Jafat ist bei euch aus. Komm mal hier, ich mach wieder. Wir müssen eine Sache kurz testen. Mister. Kann ich kurz mit Ihnen reden, 2 Sekunden, bitte? Ja, kommen Sie mal mit uns reden. Danke. Kommen Sie mit. Hallo, können Sie reden? Hallo. Mm-mm. Sie können nicht reden. Bitte einmal wieder einsteigen. Einsteigen, Mann. Was ist denn los mit dir? Ey, Bulls. Einsteigen. Hey, komm mal her, wir reden. Komm her. Aua. Nee, Kollege. So, guck mal, was ich hier in der Hand habe. Steig jetzt wieder ein. Sofort einsteigen. Nee. Du steigst hinten ein. So, hinten einsteigen jetzt und du bleibst da sitzen. Ja, steig vorne ein. Komm, setz dich zu mir. So. Und hör auf, den Mittelfinger zu zeigen. Ich sehe das. Mach es nicht noch schlimmer, als es ist. Ist auch wirklich alles in Ordnung hier hinten, ja? Ja, alles gut. Nur ein kleiner Familienausflug. Familienausflug. So sieht das aus. Wissen Sie was? Eine Nase wird gleich ganz kalt. Und wenn die kalt ist, dann ist hier irgendwas im Busch. Oder deine Nase ist kalt, weil du die wieder in den Lein gezogen hast, verdammte Scheiße. Komm mal rüber hier. Ich weiß doch schon Bescheid, ich weiß doch schon die Story von damals alles, ich weiß ja doch. Ja, aber wir brauchen auch mal ein bisschen Show, sorry. Aber. Setz dich rein, Sebi.
Das ist also abgeschlossen? Ja, ja. Naja, damit der Idiot nicht rausgeht. Ja, das ist... Er ist raus. Getasert. Stehen sonst knallt's. Stehen bleiben. Sonst dann jetzt mal wegrennen. Warte. So. Warum habt ihr noch keine Handfessel angelegt? Ich hab's gemacht. Das ist eine Fresse. Warte, bleib mal stehen kurz bitte. Bleib mal kurz einmal stehen. Handfessel, irgendjemand hat ihn abgenommen. Ich hab ihn mitgenommen. Ich hab dir doch immer gesagt. Oh. Abgestochen. Einfach gemessert. So aus Versehen, ich glaube auch. Einfach Handfessel auf dem Rücken und Messer in den Magen. Einfach weg. Hä, war das nicht sogar, war das nicht sogar übel Glück? Das war Antoine, Burz, Jafar und Rumatra. Und die haben es nicht geschafft, mich zu befreien. Werde ich hier wieder hochgeholt? Wieso bin ich in einem Pool? War keine Absicht. Ja, war gefettfingert. Kennt man ja schon. Man hat's auch nicht leicht. Ich will mich nicht sehen, wenn ich mit 43, da werde ich mich ja noch öfter verklicken als jetzt schon. Die Bundeswehr hat dich getasert. Ja, aber das war doch hier Dings, oder? Kommt, kann hier ein Sunny herkommen? Das mit dem Klebeband ist auch fair, RP. Das wurde nicht. Was ist Klebebandregel, wenn du ein Klebeband kriegst? War nicht seine Absicht. Ja, weiß ich. Der wollte meine reinhauen und weil man das Messer in der Hand. Warum bin ich denn unter Wasser? Wo bin ich denn hier? Wenn mein Klebeband hat, darf man gar nicht reden und nicht mal irgendein Geräusch machen. Du hast keine Handschellen an, dann kannst du das Klebeband doch abmachen. Unter der Map geglitscht? Sicher? Klebeband ist verboten. Und ich versuche gerade zu klären. Okay. Was ist das? Song kenne ich nur aus irgendwelchen Meme-Videos.